Hi und herzlich willkommen zu Für mich ist auch die letzte Runde, mein Stricktagebuch hier auf YouTube. Mein Name ist Julia, ich bin Lehrerin und Schulleiterin hier in Nürnberg. Ich bin 44 und ich zeige euch, was ich so gewerkelt habe, beziehungsweise was gerade so beim 2 für 4 mal los ist. Genau. Hi. Für alle, die neu sind, herzlich willkommen. Für alle, die schon länger da sind, erst recht herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr da seid. Und möchte gleich mal zu Anfang sagen, vielen, vielen Dank für die vielen tollen Rückmeldungen aufs letzte Video. Also sowohl auf die Katja, die hatte wirklich irre Spaß hier. hat mich gestern mit den Worten verabschiedet, als ich bei ihr war und nochmal Strickspenden abgegeben habe und Katzenfutter geholt, mit den Worten verabschiedet, ja, und grüß mir die Bande. Und ich dachte mir erst so, meint sie da, also, und dann so, ja, also halt die Zuschauer und so beim Video dann, und ich sage, ja, okay, mache ich. Also in dem Fall, fühlt euch herzlich gegrüßt von der Katja, der hat es viel Spaß gemacht hier, die hat sich's angeguckt, die hat auch alles gelesen, was ich geschrieben habe, und ist sehr happy, und wie gesagt, spätestens zur Verlosung wird sie nochmal hier sein. Ich glaube, ich habe sie jetzt ein bisschen angefixt mit Podcasten, sie fand das Ganze recht spannend. Genau, so schaut's aus. Was haben wir heute? Ich seit langem mal wieder ein Podcast, wo ich mehr Gestricktes zeigen kann als die letzten Male, und das Mojo ist wieder da und ich habe zurzeit auch echt verhältnismäßig viel Luft dafür. Das genieße ich und nutze ich jetzt auch einfach. Und dann habe ich geshoppt ein bisschen und dann gibt es natürlich trotzdem 2 für 4 mal Content, weil es sind wieder Sachen reingekommen und überhaupt. Und alles andere schauen wir mal. Danke an der Stelle auch für die Reaktionen auf meinen kurzen Rant, mein kurzes Toben zum Thema um die Jenny rum. Die hat mir auch nochmal geschrieben. Und ich hatte, so was ich rausgelesen habe, habe da doch vielen auch aus dem Herzen geschrieben oder vielen Leuten, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, auch mal ein kleines Sprachrohr geben können vielleicht. Also von dem her auch schön. Und also schade, dass es so sein muss, aber freut mich, wenn das bei euch so ankommt, wie ich es auch meine, hoffe ich. Ja, und jetzt, um die Sache abzurunden, ich will nicht schon wieder in den Schimpfer verfallen, aber erzähle ich nicht letztes Mal noch, dass ich ja selber auch eben, anders jetzt als die Jenny, aber eben auch so Erfahrung habe mit Leuten, die ungefragt ständig meinen Körper kommentieren, weil ich eben einfach genetisch so einen Fettansatz am Bauch habe, dass es immer ein bisschen aussieht, als wäre ich schwanger. Und das aber eigentlich inzwischen nicht mehr so oft passiert. Also früher war das deutlich mehr. Und just, der Podcast kommt raus, 2 Tage später stehe ich im Edeka an der Wursttheke und möchte ein paar Pfefferbeißer erstehen. Was ja, also ich weiß nicht, ob es das überall in Deutschland gibt, aber ich vermute mal, ja, es ist so eine geräucherte Wurstware, ein bisschen wie geräucherte Bratwurst, so in die Richtung. Und dann guckt mich die Verkäuferin so beim Einpacken der Sachen an und meint so, ja, essen Sie das auch? Und dann habe ich gesagt, ja klar, also das würde ich ja nicht kaufen. Und ja, naja, ich war ja da auch immer nicht so pingelig. Und ich habe erst so, ja, okay, gut. Und dann guckt sie mich so fragend an. Aber am Ende meint dann eben so, naja, und am Ende vom Tag ist trotzdem was geworden, gell? Und manchmal dürfen wir das alles nicht so streng sehen. Und dann habe ich mir so, dann habe ich gesagt, ja, aber mein Gott, also warum sollten wir es denn nicht essen dürfen? Und dann guckt sie mich an, naja, also eigentlich heißt es ja immer so, das darf man nicht alles. Und also ist so witzig, weil ich sofort in ihr Fränkisch verfall. Und dann ist mir so langsam gedämmert, worauf sie raus will. Ich gesagt, ja, was darf man nicht? Und dann, also ich war dann wirklich so, dass ich mir gedacht habe, nee, das spielen wir jetzt mal durch. Ich gesagt, ja, was darf man denn nicht? Ich gesagt, naja, also so geräuchert ist und so, das soll man doch nicht essen währenddessen. Und dann sage ich, ja, aber warum darf ich das jetzt nicht? Also, naja, weil man ja sagt, das ist gefährlich. Also die hat dann da wirklich 10-mal irgendwie um den heißen Brei herum. Ich gesagt, ja, aber warum soll es denn gefährlich sein? So, Und dann irgendwann ist es halt, also das ging dann noch so 3-mal hin und her. Und dann irgendwann kam ihr dann halt der Satz raus, auf den ich gewartet habe. Naja, als wenn man schwanger ist. Und dann habe ich ihr sehr tief in die Augen geguckt und habe gesagt, ja, aber ich bin nicht schwanger.
Dann ist sie rot angelaufen, hat die Wurst gar eingepackt und mir noch einen schönen Tag gewünscht und ist sich geschwind an den nächsten Kunden gewandt. Und ich dachte mir wirklich, habe ich das jetzt, also habe ich das Universum, habe ich es jetzt beschrien, dass es mal wieder Zeit ist, dass mir das mal wieder passiert von wildfremden Menschen. Also man muss sich bitte vorstellen, die Frau arbeitet an einer Supermarkttheke. Die kennt mich nicht, ja. Ich bin irgendein Kunde, der da einfach zufällig durchläuft, eine Kundin. Und sie hatte das Bedürfnis, mich A, auf eine Schwangerschaft anzusprechen, von der sie nicht weiß, ob sie existent ist, und dann B, auch noch so mehr oder weniger implizit den Ratschlag meiner Essgewohnheiten. Also, wo man sich ja auch denken könnte, also abgesehen davon, dass sie überhaupt keinen Auftrag hat, mich auf meine, ob jetzt schwanger oder nicht, drauf anzusprechen. Es geht sie einfach gar nichts an. Sollte, auch wenn es so sein sollte, übrigens nicht. Und B, wenn dann die Person aber schon darauf nicht reagiert, auf dieses Ansprechen, auf das Thema durch die Hintertür, dann wäre so spätestens der Moment, wo man dann vielleicht sich überlegt, ah ja, okay, ja, vielleicht, ne? Aber das ist ihr gar nicht in den Kopf gekommen. Also ich habe mich halt blöd gestellt und ihr ist nicht in den Sinn gekommen, bei 8-mal hin und her Gespräch, dass ich vielleicht einfach nicht schwanger sein könnte und deswegen etwas ratlos bin, warum ich das nicht essen dürfen soll. Ja, ist ja nicht gekommen. Also das gesetzt. Und es war also wirklich, wie gesagt, ich stand da und dachte mir, ja, okay, weil ich es jetzt gerade erst im Podcast erzählt habe oder was. Aber einfach nur nochmal für euch, sowas passiert mir einfach. Also weil ich halt ausschaue, wie ich ausschaue. Und wie gesagt, na, es ist in der Grundlage, ich bin nicht dünn, habe keine Modelmaße, aber ich bin jetzt auch nicht so aus der Form gegangen. Aber ich, na, alles, was halt da ist, hängt halt am Bäuchle vorne. Und es sieht aus wie schwanger, ist mir schon auch klar. Ich habe auch Klamotten, in denen das mehr oder weniger betont ist, dieses Bäuchle. Na, also heute macht er aber hier Showauftritt für euch, der junge Mann. Aber egal wie, also nochmal, das ist so übergriffig. So, und sogar wenn ich schwanger wäre, sorry, gute Frau, bist du nicht diejenige, mit der ich darüber sprechen will. Schwierig, schwierig. Aber Entschuldigung hat sie auch nicht gesagt. Also, er hat dann einfach nichts mehr gesagt, ist rot angelaufen und hat weitergemacht, als wäre nichts gewesen. Whatever. Mag mich nicht schon wieder darüber aufregen, wie gesagt, das ist nicht das erste Mal, wird nicht das letzte Mal sein. Vielleicht irgendwann, wenn ich grau und runzlig bin, fragt mich das niemand mehr, weil man dann wahrscheinlich drauf schließt, dass es biologisch nicht mehr möglich ist. Wobei ich auch Leute kenne, die schon mit Mitte 20 grau werden, also auch das müsste ja nichts heißen. Aber naja, okay. Machen wir mit den schönen Sachen weiter. Also, das noch zum letzten Mal. Dann sind meine Beilaufgarne bei den Gewinnern angekommen, und habe auch Rückmeldung bekommen, dass alles da ist und dass man sich freut. Ich hoffe, es werden schöne Sachen draus. Und ja, das ist weg. Was ist sonst noch? Sonst war eigentlich jetzt echt nicht viel los über die letzten 2 Wochen. Ich hatte letzte Woche eine zweitägige Fortbildung tatsächlich. Schulleitertagung hier in Nürnberg, größere Veranstaltung. War ganz cool, weil man sich mal mit den anderen Schulleitern wieder austauschen konnte. Das ist ja echt so. Also je weiter hoch, desto einsamer. Das ist, glaube ich, in allen Berufen so, ne? So als Lehrerin kannst du dich wenigstens im Kollegium noch austauschen. Als Schulleitung, klar, spreche ich mit meinen Kollegen. In meinem Fall, dadurch, dass ich ja aus dem Haus bin, ist es vielleicht sogar noch mal ein bisschen mehr, weil ich mit den Leuten einfach jahrelang Kollegin war und nicht Chefin. Und aber es gibt halt trotzdem so Dinge, die du da einfach nicht bereden kannst. Punkt, weil die nicht für die Kollegen und Kolleginnen bestimmt sind, inhaltlich. Und in manchen Stellen auch, weil du halt einfach jetzt hierarchisch an anderer Position bist und da vielleicht auch mal Ansagen machen musst oder ja, genau, das ist einfach so. Und ich kann mir vorstellen, wenn man da einfach weiter hochgeht, also das nächste wäre dann im Schulamt zu sein, Schulleiter, da ist es dann ja noch ein kleinerer Kreis und. Und das ist echt ganz cool, wenn man mal die anderen Schulleiter und Schulleiterinnen aus, jetzt gerade speziell hier in Nürnberg, sieht. Und es war auch wirklich spezifisch Mittelschultagung. Also es waren wirklich die Rektoren und Konrektoren der anderen Mittelschulen, auch da, also meine Schulart, mit denen man dann auch wirklich da eh sowieso enger im Kontakt ist, beziehungsweise Dinge hat, die man besprechen kann und wo man sich mal Rat holen kann. Und habe jetzt nicht aus jedem Vortrag was mitnehmen können, aber es gab ein paar gute Workshops. Und wie gesagt, das Wertvollste war eigentlich die Zeit mit den anderen und sich mal auszutauschen.
Einmal natürlich, weil ich trotzdem immer noch relativ neu in dem Job bin, weil es immer noch Sachen gibt. Ich habe ja noch kein volles Jahr durch. Also erst im Januar habe ich sozusagen alles einmal gesehen. Also da einfach auch nochmal zu sagen, ja, wie ist denn dann das so und jetzt kommt ja das noch, wie macht ihr denn das? Und aber auch tatsächlich so ganz allgemein fürs Tagesgeschäft zu sagen, hört mal, bei mir in der Schule gibt es das und das, habt ihr das auch? Wie handhabt ihr das? Also bei uns ist zum Beispiel gerade einfach ganz extrem, die Absenzen steigen gerade. Ich meine, klar, es ist Grippezeit, aber ja, auf eine Art und Weise und in einem Tempo, wo ich sage, da muss man irgendwie versuchen, auch schulseitig ein bisschen Einhalt zu gebieten. Weil eben die Anzahl der Fehltage bei manchen Schülern, also inzwischen, also das sind Zahlenwerte, da hätten wir früher schon mit amtsärztlicher Attestpflicht gedroht. Inzwischen ist das so mehr oder weniger, naja, ein bisschen erhöhter Mittelwert so ungefähr. Und dabei vor allem auch gar nicht die ganztägigen Krankheitsabsenzen, sondern eben diese Geschichten nach der vierten, nach der sechsten Stunde sich, na, entschuldigen, sich abholen lassen, Kopfweh, Bauchweh, was weiß ich was. Und ich will gar nicht absprechen, dass das manchmal der Fall sein kann oder vielleicht auch öfter. Und ich will gar nicht absprechen, dass wenn man krank ist, man bitte zu Hause bleibt und vor allem auch seine Kinder zu Hause lässt. Also das andere Extrem, das haben wir jetzt nämlich auch, dass die Kinder in Zuständen teilweise in die Schulen geschickt werden. Also wo ich sage, also wo wir schon kurz davor sind, sie wieder heimzuschicken, weil wir sagen, ey, bitte steckt nicht auch noch die ganze Klasse an. Ist jetzt aber bei unseren Großen weniger das Problem, habt mir aber von den anderen sagen lassen, dass es auch gerade bei den Kleinen teilweise inzwischen echt ein massives Problem ist, dass da wirklich, naja, die Eltern müssen arbeiten, keine Ahnung, die Kinderkranktage reichen vorne und hinten nicht, also systemisches Problem. Und ja, dass sie sozusagen eher gucken, dass sie zu viel kranke Kinder haben. Und wie bei uns ist es halt eher das vorzeitige Heimgehen und oder generell die Absenzen. Und ja, und das war zum Beispiel so ein Punkt, wo ich da jetzt für mich auch viel mitnehmen konnte. Und da wird es jetzt bei uns an der Schule auch die eine oder andere Änderung geben. Ich denke, dass das grundlegend ein bisschen auch noch in Corona verhaftet ist. Und also der Vorwurf, der jetzt vielleicht gleich durchklingt an die Eltern, der ist nicht so hart gemeint, wie er jetzt vielleicht rüberkommt. Er ist ein bisschen da. Ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, ich gebe den Eltern da. Nee, Schuld ist das falsche Wort. Also ich würde den Eltern da keine Verantwortung abfordern. Aber es ist jetzt nicht so hart, wie es vielleicht gleich rüberkommt. Aber das Ding ist, wir haben über Corona, erst waren die Kinder da komplett zu Hause, dann waren sie in irgendwelchen Wechselunterrichten und was weiß ich was, tagweise, wochenweise, halbtagweise, gab es ja alle Varianten. Und dann war ja lange diese Phase, also wenn einer nur zweimal geniest hat oder dreimal hintereinander gehustet oder sonst irgendwie einen Anschein von irgendeinem Infekt gezeigt hat, dass ja wir verpflichtet, anfänglich verpflichtet und später auch einfach das dann weiter so durchgezogen haben, dass wir gesagt, na, dass man dann sofort die Kinder heimgeschickt hat. Auch mit Kopfschmerzen und so, weil Kopfschmerzen war ja auch so ein Corona-Symptom. Übrigens, das gerade wieder hart grassiert. Also die Anzahl der Corona-Fälle, die gerade um mich rum passieren und auch in der Schule wieder da sind, macht mir eigentlich auch schon wieder Sorgen. Aber das läuft halt jetzt einfach wie eine normale Grippe durch. Und zumindest die, ich glaube, dass dieses Verhalten, das man halt jetzt über 2, 2,5, 3 Jahre hatte, dieses, naja, wenn einer hustet und sagt, ihm geht's nicht gut, dann schickt man vorsichtshalber lieber heim, könnte ja Corona sein. Das ist nicht mehr so wieder richtig rausgegangen aus den Gliedern. Also weder bei den Kindern noch bei den Eltern vielleicht teilweise. Also na klar, wenn du 2 Jahre lang sozusagen bei jedem Anruf aus der Schule eigentlich Kabale hast, ob das Kind heimgeht oder nicht, sondern halt einfach dran, dich dran gewöhnst. Und dann dürfte man ja auch nicht abholen, weil, ach, was weiß ich. Also das, na, also das hat sich halt so eingeschleift, eingeschliffen, dass man das praktisch einfach nur noch abnickt von allen Seiten. Und ich glaube, dass wir jetzt an dem Punkt sind, wo wir da aber auch einfach mal wieder ein bisschen rigoroser dafür sorgen müssen, dass das eben nicht mehr so das Standardverfahren ist. Und ich weiß, dass viele Schüler aus Corona rausgekommen sind und nicht, also am Anfang war das ganz hart, jetzt ist es inzwischen ein bisschen besser, aber bei manchen ist es immer noch so, nicht in der Lage sind, tatsächlich einen Schultag durchzuhalten. Und schon gleich gar nicht, wenn der noch Nachmittagsunterricht enthält. Also die sind einfach durch, so nach der vierten Stunde wird es eh schon schwierig, noch irgendwas Sinnvolles zu machen und wenn dann noch Nachmittagsunterricht kommt.
Und es mag sich bei dem oder der einen oder anderen tatsächlich auch niederschlagen in Kopfschmerzen, in Bauchschmerzen, in Kreislauf. Ne? Das können ja auch einfach nur Symptome von einer Überlastung sein. So, sind die Kinder halt nicht krank, aber der Körper sagt halt, jetzt langt's. Wie wir da wieder rauskommen, weiß ich noch nicht so richtig. Und ich mache mir auch in der Hinsicht tatsächlich ein bisschen Sorgen, wie das dann in 2, 3 Jahren, wenn die mal alle in die Ausbildungen sollen, ist und dann von ihnen gefordert wird, dass sie 8-Stunden-Tage auf Arbeit durchhalten oder vielleicht schon Schichtdienst durchhalten müssen oder. Das werden wir alles sehen, aber ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal gesagt habe, das sage ich schon lange, dass dieses Thema uns noch lange, lange nachhaltig begleiten wird. Die Spätfolgen etc. etc. Ja, das ist einfach so. Naja, zumindest, jetzt, das wäre jetzt schon fast der Lehrer zu hießen, aber ja, aber über sowas muss man sich halt auch mal Gedanken machen in der Schulleitung. Ne? Also ich weiß ja, dass manche hier Kollegen, Kolleginnen sind oder ja, auch Lehrer und Lehrerinnen sind. Und ja, die können mir vielleicht beipflichten oder haben vielleicht einen besseren Ansatz als ich weiß es nicht. Und für alle anderen ist vielleicht auch mal ganz spannend, an was da teilweise noch so alles dran hängt. Ne? Genau. Okay, so, genug gebabbelt. Wir starten und es geht erstmal los mit dem Gewerkel. Ich hatte Strickzeit und ich habe auch was geschafft. Ja, machen erst das Kleine, dann das Große und dann schauen wir weiter. Also, ich hatte an der Schulleitertagung meine Socken dabei, weil wenn da so viele Vorträge sind und man eigentlich nur hören und Input machen muss, war übrigens auch super. Ne? Da sind lauter Leute, die irgendwas mit Pädagogik und sonst was zu tun haben und dann Vorträge von 2 Stunden, keine Pausen, dann gleich der nächste, teilweise der nächste, das nächste hinterher und, wo ich mir auch dachte, ihr habt alle mal gelernt, dass man so lange nicht aufmerksam sein kann. Ihr wisst es auch von euren Schülern. Aber warum tun wir uns das als Erwachsene dann an? Wir müssten das doch besser können eigentlich. Naja, gut, so ist es halt. Also, ich habe gewerkelt und habe meine Mastersheyan-Socken mitgenommen. Das sind ja diese tollen Färbungen aus Amerika, nicht ganz billig, aber in diesen Must-Match-Sets, also man kriegt 2x50, die exakt gleich gefärbt und gleich gewickelt sind. Also die kannst du von oben runter wegstricken, parallel oder nacheinander und hast genau exakt die gleichen Färbungen. Und das Ganze in Streifendesign. Also und handgefärbt. Also da ist eine irre Arbeit dahinter, deswegen kosten die auch, was sie kosten. Das dürfen sie aber auch. Das Schlimmere ist eigentlich, dass, wenn man sie dann nach Deutschland bestellt, dass man den Zoll auch noch drauflegen muss. Aber gut. Und das ist die. Habe ich hier ein Tokio irgendwas. Tokio Gogo heißt die Färbung. Das war dieses hübsche, so ja, blaugrau mit den fast neonfarbenen Streifenverlauf drin. Und ich hatte den einen so weit, dass ich gesagt habe, ich fange jetzt mit dem Bündchen an. Das habe ich fertig gestrickt. Also das Bündchen ist drin, der Socken ist fertig. Und den anderen, den hatte ich genau bis hier. Also da war ich habe ja beide parallel, two at a time, auf einer Nadel über die Ferse drüber gestrickt, bis sie gleich waren. Und dann habe ich getrennt, weil mir dann das Gebommel mit zwei immer zu viel ist. Habe jetzt erstmal den fertig gemacht und jetzt habe dann hier weitergemacht und bin auch echt schon ein ganzes Stück weit gekommen. Ja, also den ganzen Schaft hier ab der Ferse, das habe ich alles während der Tagung gestrickt und das Bündchen. Und da konnte man jetzt auch nicht durchgehend dauernd stricken, aber das habe ich, da hat es gab schon, also es gab viel, viel freie Händezeit. Und jetzt bin ich an dem Punkt, dass ich weiß, dass ich hier irgendwo im Schaft mal Maschen zugenommen habe, 4 Stück. Also vorne 2, hinten 2. Und ich weiß aber nicht mehr so genau wo und ich finde es nicht in der dunklen Wolle. Ich meine, es wäre irgendwo roundabout den blauen Streifen hier gewesen. Also und zumindest bilde ich mir ein, hier auch irgendwie so ein wenig Huckerle zu sehen. Das könnte jetzt aber natürlich auch völlig freie Erfindung sein. Ich muss mir das nochmal mit richtig gutem Licht anschauen, weil irgendwo muss ich die ja sehen, dass ich die zugenommen habe. Und bis dahin muss ich den jetzt mal hier so festhalten, weil ich nicht weiß, ab wo ich diese 4 Maschen zunehmen muss. Und ich glaube, dass das jetzt aber leider bald der Fall sein müsste. Also von dem her muss ich da erstmal eine Untersuchung starten, bevor ich den fertig machen kann. Aber immerhin, es ist mal was vorwärts gegangen, sonst nicht, dass sie noch komplett einmotten. Und ja, ich bin auf dem Weg, den zweiten fertig zu machen. Dann habe ich ein hübsches neues Paar Socken für mich. Also von dem her, ja,
Es ist ganz blank Stino, gar nichts. Hier Toe Up und dann Fischlips Kiss Heel. Wirklich nichts Besonderes dran, sondern weil ich eben wollte, dass die Färbung auch wirklich rauskommt, diese schönen Streifen. So, also da ist was passiert. Bisschen was am Sockenprojekt. Dann ist was ganz Großes weitergewachsen. Also das war was ganz Kleines. Moment. Dann ist noch was ganz Großes weitergewachsen. Und ihr seht schon, wenn die Farbe ins Bild kommt, das ist mein Kimono von der Katrin Schneider. Diese wunderschöne Jacke aus der Derive Natura Gilead. Und ja, jetzt hatte ich Skin hochziehen. Haha, die ist fertig. Also die Taschen sind fertig. Dann habe ich noch, keine Ahnung, ein paar Reihchen. Wirklich nicht mehr viel. 4 Stück vielleicht, 5 Stück vielleicht. Unten ran. Und jetzt ja, hat es unten ein Bündchen. So. Und damit ist Ärmelzeit. Und ich weiß, dass das hier noch ein bisschen komisch ausschaut mit den, ja, hier, wo die Taschen sind, mit den Löchern. Das liegt daran, dass die Taschen innen noch nicht angenäht sind. Also da hat man hier Maschen stillgelegt, dann hier an der Tasche weiter gestrickt, dann von innen praktisch die Maschen wieder aufgenommen, den Lappen rangestrickt und dann unten, also bis zur gleichen Länge und dann unten zusammen abgestrickt. Deswegen hat das hier, musste man nichts annähen, aber die Seiten muss ich noch rannähen. Das mache ich aber natürlich erst ganz am Schluss, wenn er auch mal gebadet ist und Ding, damit es dann wirklich da sitzt, wo es sitzen soll. Ja, genau. Also, soweit ist er jetzt. Ich bin hier leider etwas räumlich beengt. Ich meine, ich kann ihn mal überschmeißen für euch, wobei jetzt, naja, jetzt schon, müsste schon gehen. Ohne dass ich mir hier die Ärmelnadel irgendwo nein steche. So. Jetzt muss man immer ein bisschen zuppeln, weil das natürlich noch nicht 100% sitzt. Also ihr seht, zack, zack. Und jetzt hier rum, so rum. Genau. Ja, so rum geht ihr dann zu mit dem hohen Kragen. Hier muss ich dann noch die Knopfleiste und die Knöpfe einführen. Führen. Einführen, bitte. Einfügen. Und dann geht der so zu. Und ihr seht, dann hat er dieses Überlappen. Wie gesagt, ich kann jetzt hier schlecht aufstehen, aber ihr könnt es euch vorstellen. Und wird dann eben nach unten so ein bisschen A-linienförmig. Und jetzt kommen noch diese Ärmel dran. Aber I like it a lot. Ich glaube, ich hätte ihn fast eine Größe kleiner stricken können. Aber das, wo eine Maschenprobe ziemlich gepasst hat. Aber gut. Das ist so eine Frage, wie es dann aussieht. Ich bin halt dann immer doch der Lockerstricker. Und wenn wir so ein Teil so Gewicht hat beim Stricken, dann zieht es die Maschen halt auch immer noch mal extra wenig runter. Da kriegt man es dann unter Umständen gar nicht mehr so hin. Wobei mir aber das Strickbild gefällt. Also das ist jetzt nicht zu locker. Naja, wir werden sehen. Jetzt machen wir es mal fertig und dann gucken wir mal, weil, also jetzt ist eh zu spät. Den Körper trenne ich nicht nochmal auf bis zu den Schultern, um ihn schmäler zu machen. Und auf der anderen Seite sage ich mal so, wenn man dann einen Pulli drunter hat, auch Ärmeln und allem im Winter, wenn man das jetzt wirklich wie eine Jacke auch trägt vielleicht, dann ist eh angenehm, wenn man da nicht so eingepfercht ist. Also, da ist er. Der Körper ist fertig und ihr seht, ich habe auch schon, ich muss aufpassen, dass mir keine Nadeln runterfallen, ich habe auch schon angefangen mit dem linken Ärmel. Habe da schon ein paar Reihen, habe auch schon die ersten 2 Abnahmen drin. Und das muss ich jetzt, glaube ich, noch 8 Mal machen. 5 Mal, keine Ahnung. Also muss ich noch ein paar Abnahmen machen und dann eben so lang stricken, wie er mir gefällt. Ja, und es geht voran. Also ich bin guter Dinge, dass das Teil zeitnah fertig wird, weil die Ärmel, also mit den großen Nadeln, na, das strickt sich ja relativ schnell runter. Das ist ja jetzt nichts, was super frickelig und kleinteilig ist. Ja, also mein Kimono von Katrin Schneider aus der Derrerum Natura Gilead wächst und gedeiht. So, dann das mittelgroße Projekt. Ich habe mal wieder den Colding ausgepackt. Also ich bin, muss sagen, jetzt seit dem Sommer echt komme ich nicht mehr so viel dazu, mittwochabends im Frickelcast-Strecke-Treff zu sein, wie ich es gerne sein würde. Aber falls die Mädels zugucken, ganz liebe Grüße. Ich weiß, einige tun es immer noch sehr, ja, sehr löblich, immer wenn was rauskommt. Ich wäre gerne öfter da, aber ich bin, also entweder hatte ich wirklich Termine
Gut, ich hatte ja eh mal eine lange Pause im Sommer und danach war es jetzt wirklich so, dass ich entweder einen Termin hatte oder so oder irgendwas anderes und dann entweder sowieso nicht daheim war oder so spät heimgekommen bin. Also Mittwoch ist immer so ein Tag, wo gerne so alle möglichen Veranstaltungen draufliegen, warum auch immer. Und da bin ich dann so platt, dass ich einfach echt gar nichts mehr hören und sehen will. War jetzt aber mal wieder ein paar Mal da, versuche jetzt auch wieder also etwas regelmäßiger, ohne etwas, da aufzuschlagen. Und da kam dann das Gespräch wieder auf den Colding, weil da noch zwei, drei andere Leute sind, die gerade einen stricken, teilweise den ersten, teilweise den zweiten, teilweise den dritten. Und dass wir uns doch da gegenseitig pushen können, weil egal der wievielte es gerade ist, wir trotzdem so Übergabestyle jeder an einem anderen Punkt ist, aber gucken können, dass wir uns da gegenseitig wieder pushen. Und dann habe ich den Colding ausgepackt und habe weiter dran gearbeitet. Ähnliches Ding, damit der mir nicht einfach in der Projekttasche wegschimmelt, sondern dass der mal wächst und habe ganz schön was weggearbeitet. Also ich komme gerade in den Teil, wo dieses Patent. Jetzt warte mal, jetzt zeige ich euch die linke Seite, das ist nicht so schön. Also ich bin jetzt schon in diesem Teil, wo man dieses Patent eben aufstrickt und auf diese volle Breite kommt. Und da war ich letztes Mal, da hatte ich noch einen Haufen Maschen vor mir auf dem Weg. Man muss das ja bis zur Mitte machen. Also da hatte ich bestimmt noch, das Doppelte reicht nicht. Also vielleicht mindestens noch mal zweimal so viel, dass das jetzt nur noch ein Drittel ist von dem. Und das muss ja, na, das strickt sich ja ganz langsam weg, weil man ja relativ schnell in die Breite geht, also wirklich reihenweise in jeder Hinreihe da Maschen zunimmt. Aber deswegen, auch wenn es jetzt nicht nach viel ausschaut, ganz schön was draufgepackt inzwischen. Und natürlich dadurch, dass die Reihen länger werden, dauert es auch immer länger. Also man wird ja auch immer langsamer. Ja, und auch da bin ich guter Dinge, dass ich den jetzt zumindest immer mal wieder raushol. Im Moment ist es so ein schöner, das geht jetzt gerade ganz gut beim Fernsehen, damit er zumindest schön gemütlich vor sich hin wächst, aber Hauptsache wächst. Ne? Das ist der Colding von Chris Berlin. Ich stricke den aus der Ecopuno ganz einfach. Und ich mag die Ecopuno einfach gerne. Und ich finde, das ist eine geile Tuchwolle, weil die ist so weich durch die Wolle, aber hat halt ein wenig Stand durch die Baumwolle. Und da kommen dann halt auch so diese Rippenmuster schön raus. Also super. Und hat halt auch den Effekt, dass es wärmend ist, aber gleichzeitig auch dich nicht erstickt, sondern trotzdem ein wenig luftig und leicht. Wie gesagt, durch den Baumwollanteil. Und mag ich ganz gerne in diesem ganz knalligen Blau. Wir wissen ja, das ist meine Farbe. Ich kann mir das nicht immer drunter halten. Ja. Also eine Farbe, die mir gut steht. Und genau, da wächst es vor sich. So, also ihr seht, es ist wirklich, es ist jetzt nichts Spannendes passiert bis jetzt, aber es ist auf jeden Fall echt was passiert und ganz schön was vorwärts gegangen hier auch. Also das Strickmojo ist ein bisschen zurück und vielleicht hat man einfach auch mehr Zeit, weil man nicht mehr so viel draußen macht oder nicht mehr so viele Termine draußen hat jetzt in der Zeit. Soll mir aber gerade auch recht sein. Mein Calling. Und dann bin ich immer noch nicht fertig. Jetzt kommt nämlich noch was oder noch zwei Sachen eigentlich, die ich neu angefangen habe, weil ich habe ja nicht genug Zeug, das man fertig machen könnte. Aber so irgendwie hat mir noch so dieses Dazwischenprojekt gefehlt. Also manchmal fehlt einem ja so genau diese eine Sache noch, wo man sagt, nee, das ist mir jetzt zu schwer, das ist mir jetzt zu doof. Also da muss ich nichts denken, da muss ich zu viel denken, das kann ich nicht mitnehmen, keine Ahnung. Also so passiert es mir immer, dass ich viele WIPs habe tatsächlich. Also ich habe mir ja mal bei Seven Oddscheck, ich weiß nicht, ob man es richtig so ausspricht, diesen polnischen Färberinnen, die ja super günstig, richtig geile Wolle, also super günstig, im Verhältnis günstig, geile Wolle anbieten, auch immer wieder mal auf so Wollfesten sind, habe ich mir ja mal Wolle gekauft und zwar Merino Kaschmir Nylon Mix, also 80 Merino, 10 Kaschmir, 10 Nylon. Super weich, super kuschelig, aber durch das bisschen Nylon ist, kann man ja eigentlich auch als Sockenwolle nehmen, halt ein bisschen Grip und Stand und nicht so ganz lepperig wie jetzt vielleicht reines Single Merino. Und wollte mir den Sinister Cardigan rausstricken. Den könnt ihr euch bei Ravelry mal anschauen oder ihr sucht mal bei Instagram. Das ist dieser Pulli oder es gibt es auch als Strickjacke, wo dann hier, also der den ganzen Körper relativ gleichfarbig hat und hier oben kommen dann so Katzen, so stilisierte und eine Katze kriegt halt so rote Augenschlitze, so wie das schwarze Schaf da in der Menge. Und den fand ich immer total cool und wollte mir den stricken und irgendwie
habe ich den nicht angefangen gekriegt. Also ich finde ihn schön, wenn ich mir anschaue, aber ich kann mich nicht dazu aufraffen, das Ding zu stricken. Konnte ich jetzt nicht jahrelang. Also die Wolle liegt bestimmt 3 Jahre reichen, da wahrscheinlich nicht. Ja, also definitiv vor Corona. So, und jetzt war dann mein Gedanke, okay, da muss aber irgendwas anderes draus werden, weil es ist eine wertige Wolle, sie ist wunderschön und ich will sie eigentlich nicht so verkommen lassen. Und ja, da muss jetzt einfach was draus werden. Und bevor ich mir was Neues kaufe, wollte ich ja eigentlich mal meine vorhandenen Wollen möglichst verstricken. Und jetzt habe ich mir gedacht, fängst du ein Pullover an? Warum nicht? Und habe das auch getan. Jetzt zeige ich euch erstmal, was ich schon auf den Nadeln habe, bevor ich euch gleich zeige, was es wird. Ich kann ihn leider nicht so auseinanderziehen, weil ich nur die kurzen 80er drin habe. Ich stricke bei Colorwork immer lieber mit einer etwas kürzeren Rundnadel, damit sich das nicht so verzerrt und verzieht. So, also der Anfang ist gemacht. Eine schöne Borte. Ja, Colorwork-Borte. Jetzt ab hier geht es jetzt in dieser Farbe, in diesem, es ist nicht richtig schwarz, es ist so, ja, so ein Anthrazit, aber mit einem minimal rotstichigen Einschlag. Also es ist eher ein warmes Anthrazit, also hier sieht es fast ein wenig bräunlich aus. Finde ich aber, ist ein schöner Gegensatz zu den ganz kalten Blautönen. Also ich finde jetzt hier ein kaltes Grau, wäre mir fast ein bisschen zu, ich finde, es nimmt es jetzt ganz schön mit. So, und diese Colorwork-Borte, wie gesagt, es geht jetzt in diesem Farbton weiter den ganzen Körper hoch bis hier. Und dann muss man die Ärmel stricken mit der gleichen Borte an den Bündchen und dann geht es auch in diesem Anthrazit hoch. Dann setzt man das zusammen und dann kommt eine Rundpasse rein. Also eine Rundpassenpullover von unten gestrickt, finde ich auch extrem abgefahren. Habe auch erst drum überlegt, ob ich mir die Anleitung nicht umdrehe. Ich meine, das ist jetzt auch kein Teufelswerk, wenn man weiß, wenn man die Muster hat für die Rundpasse, die halt nicht von unten nach oben, sondern von oben nach unten zu stricken, das kriegt man schon hin. Und dann muss man halt mal, na, dann muss man die Anleitung praktisch rückwärts arbeiten. Also mit wie vielen Maschen am Ärmel kommst du raus, dann schlägst du die halt an und da, wo die halt zunehmen, nimmst du halt ab und und. Das geht schon, aber. Ich habe mir gedacht, nee, ich lasse mich jetzt mal auf dieses Experiment ein. Die werden sich was dabei gedacht haben. Und wir gucken einfach mal. Ich habe allerdings Angst. Bei mir ist es ja immer die Länge. Und deswegen sind natürlich alles von oben gestrickt für mich immer gut, weil ich dann immer sehe, wie lang ist er schon, wie viel Wolle habe ich noch, kann ich noch 3 cm, muss ich noch 3 cm. Das wird jetzt hier natürlich unter Umständen schwierig, weil du willst ja nicht, dass dir dann in der Rundpasse die Wolle ausgeht. Das ist ja richtig doof dann. Weil da sieht man es dann ja auch so richtig, wenn du irgendwas anderes nehmen musst. Und das Problem, das vor allem da ist, dass Ocek diese Qualität nicht mehr führt. Also ich könnte auch nicht nachbestellen. Sogar wenn ich nachbestelle, ist es handgefärbt. Ob die Partie dann 1:1 reinpasst, wäre dann ja unter Umständen auch nochmal ein Problem. Aber nichtsdestotrotz habe ich mich jetzt rangewagt. Ich habe jetzt nämlich die Überlegung, dass was dieses super, super helle Grau hier unten ist, was eigentlich fast ein wenig aussieht wie ein Dreckersweiß, ob ich das in der Rundpasse nicht durch was anderes ersetze, also auch was Helles, was Weißes, was Beiges. Aber es würde niemandem auffallen, weil die Rundpasse hat ein anderes Muster. Wenn da auf einmal ein Beige auftaucht, könnte man auch denken, das gehört sich so und dann den Kragen wieder in dem Grau machen. Dann fängt sich das wieder auf. Da würde ich jetzt echt mal gucken, wie ich bis dahin rauskomme, weil das ist eigentlich die einzige Farbe, um die ich mir echt Sorgen mache. Das Blau und das Blau, die werden mir reichen. Das Grau mir ziemlich sicher auch reichen. Um das hier mache ich mir ein bisschen Gedanken, ob mir das langt. Aber das könnte ich dann, wie gesagt, wenn ich merke, wird eng, könnte ich in der Rundpasse was anderes nehmen dafür, also einen anderen hellen Ton. Ich hätte auch noch einen weißen Glitzer, habe ich auch schon überlegt, dass dann nur hier oben der weiße Glitzer drin ist. Weil es ist ein bisschen weihnachtlich vom Motiv her, also es würde schon auch passen. Aber das sehe ich, wenn ich da hinkomme. Jetzt liegt erstmal ein ganzer langer Körper vor mir und das war eben auch der Grundgedanke, dass wenn der hier ist halt sehr schwer inzwischen, den kann ich jetzt, da kann ich nicht mehr so lange dran arbeiten, aber so dieses wirklich dumme rechts in Runden vor mich hin, da ist der halt jetzt genau richtig dafür. Und das ist aber nicht so eine kleine Frickelsocke, sondern da. Na, geht es wirklich schön vor sich hin. Deswegen habe ich den jetzt angefangen. So, jetzt aber mal, was mache ich hier eigentlich genau? Also das ist nochmal, jetzt fange ich mal mit der Wolle an. Ist ja was Neues, da darf ich mir jetzt mal wegen mehr Zeit nehmen. Also von diesem 7 Ocek habe ich eben die wunderschöne Merino Cashmere Nylon in diesen tollen Farben. Also so ein ganz, ganz, oh, jetzt hat sich das hier vernüdelt. Moment. Jedes Mal. Ja, was bist du da?
Also dieses ganz helle Grau, dieses Eisblau, ja, so ein Gletscherblau. Also ihr seht nebeneinander auch, es ist wirklich, wirklich hell. Die Farbe ist auch echt ganz gut eingefangen. Ja. Und eben, ja, das ist genau das Falsche. Und eben dieses Anthrazit. Also ihr seht jetzt nicht hier, wenn es nicht verstrickt ist. Das trifft schon die Farbe. Also es ist so ein ganz warmes Anthrazit. Kann ich es euch auch nochmal nebeneinander halten. Ja, also schöne Kombi. Und wie gesagt, hätte ich diesen Sinister Cardigan gestrickt, wäre das der Körper gewesen, dass die Musterung, also die Umrandung und dass die Katzen, oder nee, dass die Katzen und dass die Umrandung, glaube ich, und die Augen. Aber der sollte es halt eben jetzt nicht werden. So, und jetzt habe ich noch eine vierte Farbe gebraucht. Das war jetzt mal die erste Herausforderung. Diese vierte Farbe, das ist kein Quatsch, erzähl genau, ist dieses wunderhübsche Blau geworden. Und das hatte ich nicht von Simon Chick. Da habe ich nämlich diese drei Farben gebraucht. Also bin ich in meinen Stash gerannt und habe gesucht. Und ja, also im Original ist der Pulli blau im Körper und dann schwarz, hellblau, weiß in diesen Applikationen. Ich habe das jetzt gedreht. Ich habe jetzt dunkelblau, hellblau, weiß in den Applikationen und schwarz im Körper, weil ich es von der Wolle jetzt so aus auf. Ging. Ich wollte jetzt aber auch nicht nochmal extra bestellen, nur dann habe ich zwei Knäuel von dieser schwarzen Wolle übrig und hätte hiervon nochmal nachbestellen müssen, die es ja auch wahrscheinlich so gar nicht mehr gibt. Also von dem her habe ich das geswitcht. Das sieht aber meiner Meinung nach ganz hübsch aus so. Und das passt. Und das ist jetzt eine Sockenwolle gefärbt, ist keine Merino-Kaschmir-Nylon, aber eine super schöne Sockenwolle, die sich da trotzdem gut einpasst. Und zwar ist es die Tardis 1970, 80. Also eine Dr. Who-Färbung nach einer TARDIS. Schaue ich mal, ob ich das Plepperl da drin habe. Also, das ist die TARDIS 1980. Und zwar, und jetzt könnt ihr es schon sehen, von der lieben Sammeline Dyeworks. Ja, die ja wunderschön färbt. Ich habe von der ja auch schon ein paar mehr Wolle gehabt. Ich habe auch so einen royalblauen, dieses SFT. Und dann hat die mal irgendwann diese Doctor Who-Färbungen rausgebracht und hat eben praktisch, also die TARDIS des Doctor Who, also seine Zeitmaschine, die ist ja nicht bei jedem Doktor gleich, sondern die verändert sich ja immer mit den Doktoren, verändert sich auch die TARDIS ein bisschen und hat manchmal so einen ganz dezent unterschiedlichen Farbton. Und genau, das ist praktisch der Farbton der 1980er TARDIS. Er ist weniger hell, als ihr das gerade seht, also er ist wirklich ein recht tiefes Blau. Ein bisschen mehr violettig, aber es ist, trifft schon ganz okay. Und den habe ich dann eben dazu genommen, weil der sich schön eingefügt hat ins Farbbild. Und ob das jetzt da jetzt der Kaschmir drin ist oder nicht, das stört jetzt da in dem Colorwork nicht wirklich. Und das ist eben meine vierte Farbe geworden. So. Das ist mal die Wolle. Wie gesagt, die Qualität gibt es leider nicht mehr bei Simon Ocek, aber die haben ganz tolle handgefärbte Wollen. Wie gesagt, zu verhältnismäßig günstigen Preisen. Guckt es euch mal an. Die Webseite ist auch auf Deutsch stellbar, also man kann da bestellen. Die haben echt schöne Färbungen und wirklich tolle Qualitäten, kann ich nur empfehlen. So, und was machen wir jetzt draus? Muss ich ein Bild suchen. Wir machen den. Steht da jetzt nicht drauf, wie er heißt? Okay, jetzt steht der Name der Anleitung nicht auf der Anleitung, weil ich die Seite wahrscheinlich nicht gut ausgedruckt habe. Naja, wie immer alle Infos in den Shownotes oder ich schaffe es noch hier drunter zu. Also, ich stricke das hier. Einen Star Wars Stormtrooper Colorwork Pulli. Ja, der soll es werden. Und ich finde, der hat so ein bisschen was Weihnachtliches, geht aber auch mal außerhalb von Weihnachten. Da habt ihr nochmal einen schöneren Blick auf die Rundpasse, ne, mit den Stormtrooper-Helmen hier. Und jetzt seht ihr, was ich vorhin gemeint habe. Also hier im Original ist der Körper eben in dem dunkleren Blau und die Applikationen hier dazwischen sind schwarz und bei mir wird es jetzt, oder da unten sieht es jetzt auch, ne? Also das ist dieses helle Grau-Weiß, das Blau, das Schwarz und dann der Körper wieder blau und bei mir wird es jetzt eben genau umgekehrt. Also der Körper wird
Anthrazit schwarz und die Applikationen hier dazwischen. Das, was jetzt hier schwarz ist, wird dann hier blau. Das ist aber völlig okay. Ich mag die Kombi, also auch jetzt nicht nur beim Nebeneinanderhalten, sondern jetzt auch beim Stricken, finde ich, geht das total klar. Ja. Und ja, ihr seht an dem Bild vielleicht auch, dass es eigentlich ein Herrenpullover ist. Das macht aber nichts. Ich bin groß und habe breite Schultern, also mir passen diese Schnitte im Normalfall eigentlich mal ganz gut. Ich werde mal ranhalten, dass ich vielleicht ein bisschen eine Taille einbaue. Aber da muss ich auch mal gucken, weil eigentlich mag ich es auch, wenn es so gerade und oversized ist, immer ganz gern. Weil bei dem Wetter, wo ich diese Wollpullis trage, ist es kalt genug, dass ich drunter auch mehr als nur ein dünnes Nichts anhabe. Also von dem her passt es schon. Genau, aber das habe ich neu angefangen und ihr seht, ich habe auch schon ordentlich was weggeschafft. Also ein Bündchen und schon das ganze Colorwork durch. Und das ist jetzt so ein bisschen mein neues Winterprojekt. Mal gucken, wie lange es dauert, bis der fertig ist. Aber auch da habe ich Zeit reingesteckt. So. Und, soll ich sagen, zwei noch, also jetzt einfach, oh Gott, wir haben schon 40 Minuten, ich habe noch nichts gemacht, das ist ja unfassbar. Ich war gestern bei der Evane im Twitch und dann hat sie gesagt, naja, es muss ja nicht immer jede Folge 2 Stunden, da habe ich gesagt, aber habe mir vorgenommen, heute etwas straffer zu sein, aber irgendwie, man verrückt sich. So, ich habe ja euch erzählt, jetzt hier, Achtung, kleiner Werbeblock, ne? Ich habe euch von Edna erzählt. Und dass ich ja diesen Rabattcode da habe für euch, wenn ihr den denn nutzen wollt, 30% auf alles, wie so ziemlich fast alle gerade auf Instagram und sonst wo. Also Edna ist da sehr, wenn du mit denen mal kooperierst, sind die danach sehr freigebig, wenn es um sowas geht. Meiner lautet ganz einfach Zebratante. Also wer noch bei Edna bestellen will und 30% sparen, kann den nutzen. Ihr könnt aber auch den Rabattcode von irgendjemand anders nutzen. Also ich habe da keine hier Ambitionen, die meisten Einkäufe zu haben, weil dann kriegt man irgendwas, wenn über den eigenen Rabattcode am meisten gekauft wurde. Da bin ich eh weit weg davon, weil ich das viel zu spät beworben habe etc. Also von dem her macht es euch keinen Stress. Wenn ihr seid, da ist jemand anders irgendwo unterwegs, den ihr auch toll findet, dann nehmt auch gerne den in ihren. Und wenn nicht, dann nehmt gerne meinen. Die gelten bis 30.11. 30% auf euren Einkauf. Nutzt es, lasst es. Alles gut. So, und zumindest im Zuge dessen, ich habe ja auch letztes Mal euch schon erklärt, ich habe das unter anderem auch vor allem deswegen gemacht, weil, also A, mich kostet es nichts, euch einen Rabatt anzubieten, das finde ich schon was ganz nett ist. Ich habe selber mir ein Probierpaket holen können und ich habe für mich privat, für meinen Gebrauch auch nochmal einen richtig geilen Rabattcode bekommen. Und ja, so eigennützig war ich dann, dass ich mir gedacht habe, naja, mein Gott, das tut niemandem weh, machen wir das halt einmal. So, und was ist jetzt rumgekommen dabei? Also, es ist einmal mein Edna-Paket angekommen zu dem, was ich... Es geht jetzt ein wenig kreuz und quer. Also, es ist mein Edna-Paket angekommen, das, was ich mir bestellt und probiert habe. Und ich habe mir das Stickpaket bestellt. Das habe ich, glaube ich, schon erzählt. Das Problem ist, das fließt jetzt alles so ineinander über in den Pausenverkauf. Ich überlege gerade, ob ich einen Cut mache vorher. Nee. Also, wir lassen es durchlaufen. Wir werden jetzt wahrscheinlich nahtlos Richtung Pausenverkauf übergehen. Schauen wir mal. Falls ich doch einen sinnvollen Cut machen kann, dann ist es halt so. Ich weiß es jetzt gerade noch nicht, wie wir das jetzt gleich lösen. Also ich habe mir das Stickpaket bestellt. Das ist angekommen von Edna. Das beinhaltete so einen Rupfen, also diesen Stickstoff. Nicht die Ringe, die habe ich mir nämlich zum Beispiel extra neu gekauft, aber kommen wir dann gleich noch dazu. Dann ist Garn drin gewesen. Ein kleines Anleitungsheft mit so Vorlagen, auch für Buchstaben und einfache Formen. Und eine Tasche, eine relativ große, so ein Stoffbeutel. Ja, und eine Nadel natürlich und das war es dann auch schon. So, aber ein cooles Paket. Also wenn man jetzt wirklich sagt, ich möchte mal Sticken ausprobieren. Geile Sache. Danke, Edna. weil bis man sich das dann alles selber kauft, ne, dann ist es ganz cool, wenn man das alles so auf einen Wutz kriegt und dann einfach sagen kann, okay, ich probiere es jetzt mal. Was nicht dabei war, waren eben die Ringe, aber die habe ich mir dann noch nachträglich gekauft. Erzähle ich euch gleich im Pausenkauf was drüber. So, und dann habe ich schon alles ausgepackt und gespannt, wie ihr seht. Und dann habe ich mir gedacht, naja, willst du jetzt gleich mit so einem Riesenprojekt anfangen, wenn du noch gar nicht weißt, was, wie und überhaupt. Und dann habe ich mir gedacht, nee, das ist irgendwie Quatsch. Und dann ist mir eingefallen, dass mein Mann mir vor Jahren zum Geburtstag mal was geschenkt hat, nämlich das hier.
so ein kleines Embroidery-Kit, also ein Mini-Stickset. Was ich dabei nicht bedacht habe, dass Mini halt auch heißt, es sind wirklich Mini-Kreuzstiche, aber das geht schon. aber da war auch alles drin, Nadel, Garn, da war der Ring mit dabei, der Stoff und die Anleitung. Also das kann, so wie es ist, kann man das bearbeiten. Alles, was man noch braucht, ist eine Schere eigentlich. Und dann habe ich mir gedacht, ich fange jetzt mal mit dem an, weil das ist eine Form, die ist vorgegeben. Ich muss mir nichts selber ausdenken. Das ist ein kleines Teil, also man sieht auch schnell, dass was passiert. Und jetzt, wenn da irgendwas schief geht, ist hier nicht gleich ein riesen Arbeitsding verhunzt oder so. Weil ich jetzt auch gemerkt habe, so viel kann gar nicht schief gehen eigentlich. Also es ist nervig und ärgerlich, wie wenn man halt zurückkribbeln muss, aber es kaputt machen in dem Sinne kann man jetzt eigentlich nichts. Und dann habe ich angefangen. Und soweit bin ich. Das war ein Abend, dass ich eben da oben mal losgelegt habe. Also ich halte euch mal das Motiv daneben. Ah, ihr seht das. Das ist der Schnabel und der Anfang von der Brust. Und soweit bin ich jetzt. Und ich habe auch schon einen Fehler reingestickt. Den werde ich aber behende hinpfuschen, weil das mache ich nicht mehr auf. Also ich habe an einer Stelle um zwei Kästchen, also über die Höhe von zwei Kästchen eins nach links versetzt versehentlich, aber da mache ich einfach eine zweite, mache ich einfach zwei farbige Dinger rein. Das, wer jetzt nicht das genau daneben hält, sieht nicht, ob das jetzt so gehört oder nicht. Das macht jetzt optisch keinen großen Unterschied. Aber ansonsten hat es jetzt echt Spaß gemacht. Also ich bin erstaunt, wie langsam, also vielleicht bin ich langsam, weil ich natürlich nicht die Erfahrung habe, aber ich glaube, es ist auch einfach ein langsameres Arbeiten, wenn man so diesen Strickflow gewohnt ist. Aber es macht Spaß. Licht ist ein Thema, also ich habe ja diese Halslampe da, die brauche ich auch unbedingt, weil es halt wirklich schon sehr, also ich halte das mal hin, das ist halt winzig, ne? Also jedes Pupperle, das ihr da seht, ist ein Kreuzstich, nicht nur einfach einmal der Faden durchgezogen. Und da braucht man schon gutes Licht und muss sich auch konzentrieren, aber es macht Spaß, es entspannt. Und ich mache das auf jeden Fall fertig und dann überlege ich mir, was ich aus dem anderen Zeug mache und dann gucken wir mal auf lange Sicht, ob ich da auch dranbleiben kann. Also hier ist die Karte mit den Farben. Hier ist dann die, na, das ist die Vorlage nochmal. Also man muss jetzt nicht von der Packung absticken, man kriegt hier so eine Vorlage mit. Was mich ein bisschen, nee, geärgert ist zu viel gesagt, was ich ein bisschen schade fand, dass auf der Vorlage die Farben nicht nummeriert sind, weil auf der Karte sind die Farben, haben eine Nummer und die findet man hier aber nicht wieder. Das heißt, man kann jetzt bei vier Grautönen, die alle recht nah beieinander sind, rätseln, welcher welcher sein soll. Ich glaube, ich habe es richtig zugeordnet, aber das hätte ich noch ganz cool gefunden, wenn dabei gestanden wäre, welcher Farbton jetzt welcher ist, aber man kriegt es schon hin. So, also das war, was ich auch noch gemacht habe. Und damit ist jetzt das Werken wirklich beendet. Und ihr habt alles gesehen, was ich getan habe. Und ich bin echt ganz happy, dass es mal wieder ein bisschen mehr war als die letzten Male. So, dann ganz flugs rüber zum Pausenverkauf, damit wir heute noch fertig werden. Okay, also ich habe es euch gerade schon hochgehalten, deswegen tue ich es jetzt nur noch mal ganz schnell. Ich habe eben dieses Paket bekommen, habe dann gemerkt, naja gut, man braucht halt so einen Ring, das war mir schon irgendwie klar. Und bin dann flugs in den Karstadt gehüpft und habe mir, also jetzt wirklich ganz billo Plastikringe geholt, weil ich mir gedacht habe, gut, die kann man immer wieder verwenden. Und die waren halt auch deutlich günstiger als die Holzteile. Und ich habe mir dann gedacht, jetzt erstmal zum Ausprobieren. Und wenn ich merke, mir taugt das, dann hole ich mir die eh nochmal hübsch aus Holz zum Aufhängen dann. Aber jetzt fürs Arbeiten habe ich mir mal zwei so Größen gemacht, eine kleinere und eine größere. Die haben halt wirklich nur ein paar Euros gekostet. Und das war mir jetzt für, ich probiere mal aus, ob ich das überhaupt machen mag, gut genug. Und wenn ich das nicht mehr will, dann gebe ich das entweder also meiner WTG-Lehrkraft in der Schule, die Handarbeiten in der Grundschule auch unterrichtet, oder ich verscherbel die auf eBay Kleinanzeigen oder verschenke sie auf nebenan.de oder was auch immer. Habe mich aber auch schon ein bisschen umgeguckt, wo man denn gut an Holzrahmen rankommt, weil, also Prüm mag man von halt, was man will, aber Prüm ist halt einfach wie Apotheke, ne? Also wie bei Klamotten Nike, da zahlst du halt einfach dafür, dass Prüm draufsteht, einfach mehr, als wenn ich jetzt wahrscheinlich irgendeinen No-Name-Brand Holzrahmen im Internet irgendwo hole. Idealerweise nicht beim großen A, aber vielleicht auf eBay oder was weiß ich was. Mal gucken. Aber erst das, da mache ich mir Gedanken drüber, wenn es soweit ist. Aber falls ihr eine gute Quelle habt, dürft ihr mir gerne Bescheid sagen. Oder falls ihr noch alte Holzrahmen rumfliegen habt, die ihr nicht mehr haben wollt, so Stickteile dürft ihr mir auch Bescheid sagen. Das regeln wir dann schon. So, dann habe ich der lieben Kaya Sheepless
Sorry, ich sollte warten, bis ich wieder da bin. Sheeplessnitz heißt die auf Instagram. Die strickt nur vegan, also mit Wolle ohne Tier. Und macht tolle Sachen. Und die Kaya hat jetzt gerade ihr gedestashed, also ihren Wollvorrat etwas wieder mal ausgemistet. Und hatte noch zwei Knäuel von der Shape in diesem Grau meliert. Und wenn ihr euch erinnert, ich habe mir ja mal diese Overknees gestrickt und habe dann oben, damit mir die nicht immer runterrutschen, weil die Wolle halt natürlich leiert, das Bündchen aus der Shape gemacht. Und dadurch sitzen die wirklich, ich kann den ganzen Tag in den Dingen rumlaufen, die rutschen nicht runter. So, und dann habe ich mir gedacht, ja cool, falls ich das nochmal machen will, und eigentlich hatte ich das vor, ich habe noch ein paar echt schöne Streifenwollen oben, aus denen ich das nochmal machen könnte, dann habe ich hier praktisch schon die Wolle für die Bündchen. Und das Grau ist so neutral, das geht auf alles. Und habe mir dann gedacht, ja komm, wenn du es loswerden willst und der Preis war auch gut, dann nehme ich es, dann muss ich es nicht selber bestellen. Passt, sind zwei Leute glücklich. Also habe ich der Kaya die Shape abgekauft. Dann, ja, und dann habe ich meinen Rabattcode bei Aetna benutzt. Und das habe ich heute tatsächlich erst aus der Post geholt. Das ist nämlich, da habe ich mir auch wieder was gelegt, also ich bestelle, also das andere ist direkt angekommen, das habe ich richtig angegeben, die Bestellung, die ging ja dann extra sozusagen, die habe ich auch selber gezahlt alles, also keine Werbung hier, ja gut, ich habe einen Discount bekommen, gut, also ein bisschen Werbung, und da scheine ich entweder noch automatisch meine alte Adresse drin gehabt zu haben oder ich habe nicht richtig aufgepasst oder was weiß ich was, und dann ging es an meine alte Adresse und dann habe ich irgendwann in meinem E-Mail-Ordner gefunden, ja, wir konnten nicht zustellen, wo soll das Ding denn hin, konnte dann aber nur die Straße ändern, aber nicht die Postleitzahl, also es war ganz komisch, DPD einfach, ich weiß nicht, ich habe noch keine guten Erfahrungen mit DPD gemacht, tut mir echt leid. Und dann haben die es da, wo ich vorher gewohnt habe, um die Ecke im Paketshop abgegeben und mir da eben eine E-Mail geschrieben, habe gedacht, gut, soll mir recht sein, bin heute hingefahren mit den Öffis und habe das abgeholt. So, mein Stimmchen, mal schauen, wie lange das heute noch gut geht. Und da ist drin, wie angekündigt, die Tencel Blow. Diesmal habe ich es mir in dem Anthrazit geholt, weil ich ja gesagt habe, ich möchte eigentlich den White Mountain Sweater, den ich schon in Türkis aus der Tencel Blow habe, nochmal stricken. Das ist immer noch der Plan. Ich gucke mich nochmal um bei Midori Hirose, weil ich die Anleitung geil fand und den Schnitt gut fand und mir das alles sehr gut gefallen hat. Vielleicht hat sie was Ähnliches. Dann würde ich vielleicht auch das stricken, aber wenn mir da nichts so richtig gefällt, dann geht es wirklich nochmal auf den White Mountains, weil den liebe ich einfach. Ich würde ihn ein wenig länger machen, ich würde einen Schlitz ins Bündchen machen, aber ansonsten sitzt er so schön und so gut und auch aus der Wolle, das ist einfach perfekt gepasst. Dann wird das nochmal einer von denen, diesmal in Grau. So. Acht Knäuel. Dann habe ich, und da habe ich auch schon eins davon zu Hause, aber ich wusste jetzt immer nicht, was man mit dem einen Knäuel, 100 Gramm Knäuel mit 150 Metern anfangen soll. Also ein paar Mini-Stulpen vielleicht, für eine Mütze reicht es auch nicht so richtig. Von der Yerbo Raggi in diesem Weiß mit sehr plakativen, es ist noch nicht mal ein richtiger Regen, oh, es ist ein Regenbogen, aber halt wirklich so in diesen sehr gedeckten, fast so wenig. Wisst ihr, was mich das erinnert? So Plackerfarben früher, also so diese ganz kräftigen, klaren Töne, daran erinnert mich das. Und da habe ich schon einen Knäuel, weil ich mir das mal irgendwann mitbestellt habe, dann festgestellt habe, dass es so super dick ist und eigentlich nicht so richtig geil für Socken. Zumindest solche, die man in Schuhe tragen will. Und dann liegt es jetzt ewig rum und ich wusste nichts damit anzufangen. Und jetzt habe ich mir einfach nochmal drei Knäuel nachbestellt. Und mit dem vierten Knäuel zusammen wird das reichen für zwei Mützen plus eventuell noch Stulpis oder so für meine beiden Mamas. Das ist der Plan, also zwei hübsche Mützen draus machen und dann schauen wir mal weiter. Ob das noch bis Weihnachten stattfindet, weiß ich nicht, aber das ist der Plan. Also die drei habe ich mir mal geholt. Dann, naja, da gab es Regenbogen-Sockenwolle. Das ist die Junior-Raggi dann, die hat jetzt wirklich Sockenwollstärke auf 400 Meter auf 100 Gramm. Die musste dann halt auch noch mit, weil man nie genug Regenbogensockenwolle haben kann. Und dann habe ich Nadeln mir mal mitgenommen, weil die haben diese Lantern Moon, die kannte ich noch nicht, aber ich mag Holznadeln, also ich stricke Metall oder Holz eigentlich, wenn überhaupt. Und ich mag Holznadeln und die habe ich mir jetzt mal gegönnt in 4 und 4,5. Die haben, ja, sind auch schon spitz, wie sie es gerade so anfühlt. Also ich bin mal gespannt, wie sie es mit denen strickt. Ich werde berichten, sobald ich das nutze, also sind aus Ebenholz.
Die habe ich mir gegönnt. So, und jetzt passt auf, jetzt mache ich mal dieses Packerl auf. Und das, was ich jetzt alles gezeigt habe, alles fein. Und dann sind hier jetzt 8 Knäuel Wolle drin, von denen ich nicht mehr weiß, warum und für was ich sie bestellt habe. Also es sind 6 Knäuel weiße Wolle drin, Sockenstärke, ne? Tencel. Und 2 Knäuel von diesem Blau. Und ich weiß einfach nicht, wofür ich das bestellt habe. Also für Socken garantiert nicht, weil ich würde mir keine 6 Knäuel weiße Sockenwolle bestellen. Ist ja völliger Quatsch. Aber irgendwas muss ich mir dabei gedacht haben. Es ist die gleiche Qualität. Und das ist auch so eine Pulli-Menge oder sowas. Ich vermute mal, ich hatte irgendwas im Kopf, irgendeinen Pulli, wo ich mir gedacht habe, ach, das ist aber hübsch. Aber fragt mich bitte nicht, was. Ich, wirklich, also ich komme ums Verrecken, sagt mir Frank. Würde ich jetzt nicht drauf kommen, warum ich mir diese Pulli-Menge in dieser Konstellation bestellt habe. Also warum habe ich, da haben 100 Gramm haben 266 Meter. Ich weiß es einfach nicht. Ich weiß es wirklich einfach nicht. Wie gesagt, ich habe 6 Knäuel von der weißen, 2 Knäuel von der blauen. Keine Ahnung. Ich werde jetzt dann wahrscheinlich irgendwann mal in meinen Ravelry-Verlauf reingucken, was ich mir da so als letztes angeschaut habe. Also für ein Tuch passt es irgendwie auch nicht so richtig. Ich, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich bin völlig ratlos. Ich habe nicht mal so einen Inkling, also ich habe nicht mal so einen leisesten Verdacht, was es sein könnte. Also mir fällt gerade nichts ein, was mich so beeindruckt hat, dass ich sofort Wolle dafür kaufen wollte. Und dass ich es auch noch in Weiß haben will, das schockiert mich eigentlich am allermeisten. Ich werde es rausfinden. Ich werde mal meine Instagram-Historie durchgehen und gucken, was so in der Garnstärke mit 2 Farben ungefähr läuft. Und wenn ich es rausgefunden habe, sage ich es euch. Aber das habe ich auch noch nicht geschafft. Also, keine Ahnung. Mein Hirnsieg hat mir dazu geschlagen. Nun ja. So. Schauen wir mal. Die Wolle nicht rausknüpfen. Vielleicht tun wir auch erstmal alles wieder rein. Also zumindest, das ist mein Einkauf gewesen. Die Ringe, die Wolle. Mein Tausendverkauf, inklusive Dingen, von denen ich nicht weiß, warum ich es echt, das geht auf keine Kuh, Leute. So, und damit ist der Pausenverkauf auch schon durch. Und dann zappen wir ganz schnell rüber zur Projektwoche, zum 2-4-Mal. Und ich zeige euch schnell, was da so gerade los ist. Okay, der 2-4-Mal. Wir sind immer noch voll dabei. Ihr dürft ja immer schicken. Aber bis 30.11. hüpft ihr mal in den ersten Lostopf mit rein. Also wer bis 30.11. seine Sachen zur Katja schickt, hüpft in den Lostopf. Wir warten dann noch ein paar Tage oder eine Woche, bis die Sachen auch da sind. Wenn ihr sicher gehen wollt, dann schreibt mir ruhig auch am 30.11. notfalls mal. Hab's heute erst eingedingst, dass wir dann gucken können, dass es noch mit drin ist. Ansonsten, wenn das nicht klappt, dann ist es automatisch im Februar-Lostopf drin. Also ab dem Moment, wo wir auslosen, alles, was danach ankommt, wandert in den Februar-Lostopf. Keine Angst. Und also es ist irre. Ich habe jetzt das Gefühl, jetzt ist nochmal so Schlussspurt. Also bei ganz vielen, ihr habt halt jetzt gewerkelt und jetzt kommen die Sachen halt so langsam an. Es ist irre, 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 was ihr schickt. Ich habe das Paket, das ich gestern bei der Katja abgegeben habe, war von der lieben Nora. Die ist auf Instagram als Einfach-Nora. Hat, glaube ich, auch einen YouTube-Kanal inzwischen und nee, weiß ich sogar, dass sie hat. Weiß jetzt nicht, wie aktiv sie den gerade bespielt. Zwillingsmama, Powerfrau, tolle Person. Und die Nora hat mir halt wirklich, also das war ungelogen, das war ein Paket, ich kriege das gar nicht hier aufs Bild. Also so eine Breite hatte das bestimmt und so eine Tiefe, also es war wirklich ein großes und so eine Höhe. Also ein großes, großes Paket. Fast voll mit Strickware zur Spende, also Tücher und Babyschüchen und Handschuhe und Socken und Mützchen. Richtig cool. Und da ist sie eben, wie gesagt, nicht die Einzige. Bloß die hat es jetzt mir direkt geschickt, deswegen hatte ich da jetzt ein bisschen mehr Einsicht, weil sie nämlich auch gleich noch was anderes mitgeschickt hat. Die Nora war ja eine der Ersten, die gesagt hat, ey, Verlosung, ich schicke dir was. Und das war eben auch mit drin, deswegen hat sie es mir geschickt und ich habe es dann Katja rübergebracht und ja, so geht es schon immer alles. So, und sie hat mir jetzt 2 Beutel zum Verlosen geschickt. Und wir gucken mal zusammen rein. Ich habe sie nämlich tatsächlich auch noch nicht aufgemacht. Also, ein Beutel, ich sehe eine schöne Farbe. Oh,
herrlich, wunderschön. Schaut mal. Das ist das, was hier so grau aussieht übrigens. Ich würde ja sagen, es hat fast ein wenig so einen lila Auberginestich. Aber nur ein Stich. Also super schön. Das ist von Knüttedern. Direkt eine Sockenwolle. Und hat die auch einen Namen? Nee, hat keinen Namen, aber sehr schön. Sehr, sehr schön. Und dann ist da noch mit dran ein sehr, so ein Zählrahmen, also wo man einerseits na, seine Maschenproben und dann aber auch seine Nadelstärken. So, zwei in eins Teil, ganz praktisch. Und das hier ist, weil Handarbeiten viel schöner ist. Also ich weiß jetzt nicht so genau. Da ist ein, ich will es jetzt eigentlich nicht aufmachen. Da ist ein Zettel drin und eine Wolle. Vielleicht ist da auch eine Anleitung dabei für irgendwas. Es ist so ein bisschen Bouclé-mäßig, aber so ein Viertelgarn. Vielleicht für Schminkpads oder sowas könnte ich mir vorstellen. Aber ich werde es jetzt nicht aufmachen. Da müsst ihr euch überraschen lassen. Also das ist das eine Paket. Sehr schön. Vielen Dank, Nora, dafür. Und das zweite Paket. Und Gummibärchen waren auch noch dabei. Ist von Langjans die Cashmerino. Also so eine richtig schöne Wolle, die man auch für Babys nehmen kann. Super soft, super weich. Setzt sich folgendermaßen zusammen: 55 Wolle, 33 Poly und 12% Kaschmir. Ja, kann man aber auf 30 Grad waschen, trotz alledem in so einem ganz schönen. Also hier, das Problem ist, dass das Licht hier echt schwierig ist. Ich würde sagen, es ist so ein Blaugrau. Ja. Schau ich mal, ob dann. Ah ja, es ist einmal, es ist viermal das Blaugrau und zweimal, das kann ich jetzt gerade nicht mehr sehen, ob das ein Schwarz oder ein Dunkelblau ist, aber ich würde mal sagen, es ist ein Schwarz. Also insgesamt sechs Knäule, mit denen man auch richtig schön was machen kann. Gerade jetzt, wenn man Babystrick macht vielleicht. Sehr hübsch. Vielen Dank. Ist auch eine tolle Wolle, die Cashmere. So, und dann ist dabei ein Nadelspiel 3,25 mm, also meine ausgefallene Größe. Normalerweise stricke ich mit sowas ganz gern. Cool, an die kommt man nämlich nicht immer so leicht ran. Und ein Set Maschenmarkierer. Da ist jetzt groß, klein, ganz klein drin. Also solche zum auf der Nadel halten, für einen Raglan, für einen runden Anfang. Keine Progress Keeper, also nichts ins Strickstück reinhängen, sondern so als Marker an der Nadel dran. Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Ich vermute mal, die Nadelstärke passt auch zur Wolle, so wie würde ich der Nora jetzt mal unterstellen, dass sie da so liebenswert mitdenkt. Ja. 3 bis 3,5, also ist genau dazwischen, kann man sozusagen sofort loslegen und wird süßes kleines Strick. Prima. Vielen Dank, Nora, dafür. Wandert in die Verlosungskisten. Also wirklich, die Katja hat solche Augen gemacht, als sie letzte Woche mal gesehen hat, wie viel das wirklich ist, was schon da ist. Dann war völlig, völlig von den Socken. Aber ja. So, und dann. Warum das da dran ist, weiß ich nicht. So, dann kam ein weiteres Paket, ganz hübsch, mit einem Katzenanhänger und noch einem Hübchen für Julia. Hallo Julia, das sind die Projekttaschen für die Verlosung. Liebe Grüße, Renate Huber. Auf Instagram findet ihr die unter ihrem Handle mykind-67, mykind, wieder Mai und das Kind, -67, die Renate. Und die hat mir Projekttaschen. Ich muss das hier mal kurz aufmachen. Also die erste ist die große Außen, die ich ja, entschuldige bitte mal, nur noch geil finde. Also es ist, das ist nicht so türkisgrünlich, sag mal, geht's noch? Türkisgrünlich, wie es jetzt vielleicht gerade rüberkommt. Es ist wirklich ein ganz schönes Marineblau mit anderen Blautönen und Grautönen drauf und unten das passende Leder dazu. Und ja, hier so einem schicken Band dran, dass man es ums Handgelenk notfalls auch hängen kann. Und die hat echt eine Größe, ne? Das ist eine Pullitasche. So, und jetzt könnte man denken, geile Tasche, verlose ich super gerne. Aber da ist noch was drin. Und innen auch hier ganz hübsch so ein bisschen diese Waldoptik, Baumwolle. Also die finde ich, da bin ich ein bisschen verliebt und jetzt ein bisschen neidisch und traurig, dass ich die abgeben muss.
Ich möchte jetzt nicht, dass die Renate sagt, dann behalt sie doch oder irgendjemand. Nein, 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 die geht in die Verlosung. Aber oder, die Waldfee, also das, ich meine, ich habe hier so einen kleinen Projekttaschenfetisch. Die wird mir auch gefallen. Aber ihr kriegt sie. Und wirklich, 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 ich habe mehr als genug Projekttaschen. Ich brauche keine neuen Projekttaschen. Es gibt einen Grund, warum die hier auch nicht sind, sogar wenn ich es tun würde oder dürfte oder was weiß ich was. So, und dann ist da innen drin gefüllt mit einem ganzen Stapel weiterer Projekttaschen und ich habe sie selber noch nicht durchgeguckt, ich sage ja. So, und da sind jetzt auch lauter kleine Säckchen dabei mit ganz süßen Maschenmarkierern, mit Herzchen und Füßchen und Scheren und Bärchen. Also da sind nochmal drei, vier von diesen Maschenmarkierern, die ich dann irgendwie zuordnen werde. Dann sind so Tütteltaschen, die ich zuordnen werde. Das ist hoffentlich nicht auch noch was drin, sonst. Ja, nee, passt. Also nochmal Tütteltaschen, die ich zuordnen werde. Also ich fühle mich hier gerade wie so, wie heißen diese russischen Puppen, Matruschka? Und dann macht man was auf und da ist noch was drin und macht was auf und noch was drin. Dann die sensationell gestrickt, ja, und dann unten dran genäht. Sensationell. Ja, und auch innen alle toll gearbeitet. Mit Schlaufen, mit Seitentaschen, mit extra kleiner Seiten. Also wirklich so, dass es auch Sinn macht, damit zu arbeiten. Mit Schlaufen außen. Also die finde ich ja auch Zucker hier mit dem selbstgestrickten dran. Dann nochmal hier eher so Sockengröße, aber mit so einem knalligen Neongrün, das dann hier oben in dem Pümpel wieder drin ist. Auch hier Seitentaschen drin. Also da steckt einfach eine Liebe und eine Arbeit drin und die sind toll gemacht. Nochmal so ein Tütteltäschchen. Jetzt kommt einer mit Zugband oben, mit so einem tollen Sternenstoff. Also die werde ich verteilen. Die werde ich wirklich verteilen und entsprechend zu den, na, ich habe ja auch so viel Wollstränge, wo dann vielleicht mal nur ein Sockenset ist, aber da schaue ich, dass ich vielleicht auch echt was kombiniere. So, und hier gibt es das kleine Pendant zu der großen. Oben der gleiche Stoff, unten jetzt mit so einer Art Canvas, Jeans ist es glaube ich nicht ganz, aber so einen festeren Baumwollstoff und hier auch ein kleines Label drauf genäht. Wunderhübsch. Ja, super. Und auch innen hier wieder die praktischen Taschen. Jetzt mal ganz klassisch mit so einem Karo-Muster, finde ich auch schick. Vielleicht tue ich die auch zusammen, so als Set. Da würden sie sich natürlich gut ergeben. Ergänzen. Nicht, also heute habe ich es nicht. Sorry. Fällt bitte niemandem, dass ich Deutsch unterrichte. Oder zumindest mal habe. Okay. Nochmal so ein kleiner für Socken mit dem Zugband. Auch ganz cute, so mit dem karierten hier und so ein bisschen diesen Bärentönen. Ganz toll. Ich sage ja, ich bin hier wirklich sehr verliebt gerade. So, dann noch eine, auch so ein bisschen bärig, aber mit so einem ganz kleinen Blümchenmuster. Unten mal wieder der Jeansstoff. Diesmal wirklich Jeansstoff, auch erkenntlich. War vielleicht auch mal mit Jeans. Finde ich ja auch immer cool, wenn Sachen nochmal geupcycelt werden. Also wunderschön. Oh, cool. Kaktus mit dem grünen Boden. Auch geil. Super hübsch. Mit so einer Holzkelle dran. Also ich finde auch die Details tatsächlich total genial. Und nochmal ein Sockensack zum Zuziehen. Einfach ganz schlicht in so einem Bordeaux-Pflaume-Auberginenton. Oben mit einem karierten Rand. Schaut euch das Futter an. Ist das bitte süß? Okay. Also, und Wahnsinn. Wahnsinn. Renate, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Habe ich jetzt den Namen richtig? Ja, Renate, passt schon. Das wäre es ja noch schöner. Vielen, vielen Dank. Irre, irre, irre. Ey, was ihr euch hier teilweise für eine Arbeit macht. Total toll und ich freue mich so drauf, die Dinger zu verlosen, weil ich weiß, dass sich da irgendjemand wirklich mega drüber freuen wird. Und ja, die Liebe geht um. Nicht nur zu den Menschen, für die ihr spendet, sondern auch unter uns. Das finde ich einfach alles nur ganz wunderbar und wunderschön. Und ich finde es immer so schön, wenn ihr mal ganz viel von der Post, die wir kriegen. Also mein Mann lacht schon immer, wenn ich wieder mit so einem Stapel Postkarten komme, weil die Katja und ich das immer austauschen, je nachdem. Er hat schon gefragt, ob er irgendwann so ZDF-Style die Wäschekörbe bringen soll für die Fanpost. Also das sind wir noch nicht. Ich finde, es ist immer so, dieses, ganz viele von euch schreiben uns immer,
So, danke für euer Engagement und dass ihr da so viel macht und euren Einsatz und eure Zeit. Und ich denke immer so, also klar, ohne die Katja und die Logistik, die da ist, dank des Ladens und des Lagers und dass sie die Leute kennt und dass da halt über ihren Laden sozusagen managt, würde das gar nicht gehen. Das muss ich jetzt mal dazu sagen. Also ich tue mich leicht reden, mit so schlimm ist es gar nicht. Ich habe halt, keine Ahnung, dann immer mal hier den Sammelspot für die Dinge und die Verlosung und das Verschicken, das ist dann immer mal ein wenig Aufwand. Aber ansonsten ist es jetzt ja, ich bin jetzt hier nicht täglich 5 Stunden beschäftigt mit diesem Mal, das wäre sehr Quatsch. Aber, also ohne euch wird da ja gar nichts laufen. Also von dem her muss ich Danke sagen, dass ihr hier Gewinne spendet, dass ihr Sachen frickelt, die ich verlosen kann. Dann haben ja auch Leute gefärbt und was weiß ich was. Diese Holzschüsseln, die da gedreht wurden. Und dass ihr natürlich auch einfach die Spenden spendet, ne? Von dem her, also all good, wir machen das super gerne. Wir machen das genau so weiter, wie wir es machen, weil es auch für uns entspannt ist so und weil wir glauben, dass es für alle entspannt ist so. Und dass im Moment da alle Nutzen draus ziehen, ohne dass man da groß bürokratisch oder anders rumtut. Wenn wir merken, es geht nicht mehr aus der Logistik oder es ist zu viel oder was weiß ich, und dann fahren wir das halt wieder ein bisschen runter. Also wir haben ja jede Möglichkeit zu steuern und zu sagen, okay Leute, sorry, jetzt, keine Ahnung, für ein halbes Jahr mal bitte nichts schicken. Das machen wir jetzt gerade nicht. Aber wenn das mal so wäre, dann könnten wir das ja auch tun. Ne? Und das ist eigentlich, das läuft wunderbar so. Ich bin sehr happy und wie gesagt, danke euch, nicht uns. Okay, und dann, ich halte es jetzt wirklich nur in die Kamera ganz kurz, weil es würde jetzt zu viel Zeit fressen. Aber nur, dass ihr seht, also eure Post kommt an, eure Briefe kommen an, eure Karten kommen an. Ich bin ganz, ganz oft ganz, ganz gerührt über das, was ihr uns schreibt. Auch über die Geschichten, die dahinter stecken. Jetzt gerade, muss ich echt sagen, bei dem Thema, als es um die Kinderkleidung ging, da haben wirklich uns nicht viele, aber einige ganz herzzerreißende Briefe geschrieben. Ihr könnt euch natürlich vorstellen, dass wenn man mit Babykleidung und Kleinkindkleidung, wenn die sozusagen unbenutzt zu Hause liegt oder mal gestrickt worden ist, dass es vielleicht auch Gründe gibt, warum die nicht benutzt wurde, die manchmal vielleicht gar nicht so dramatisch sind, weil man einfach nicht schnell genug gestrickt hat, bis das Kind schon wieder rausgewachsen war. Aber manchmal natürlich auch einfach eine Geschichte dahinter sein kann, die nahe geht. Und dass ihr da aber auch uns teilhaben lasst, das berührt mich so arg. Und natürlich berühren mich auch die Geschichten so arg. Ich meine, klar, es ist jetzt kein Geheimnis hier, dass ich jemand bin, der jetzt sehr bewusst keine Kinder hat, also aus eigener Entscheidung raus. Aber ich weiß natürlich, dass es Frauen gibt, bei denen das vielleicht nicht immer so ist. Und umso mehr hoffe ich oder ich rede mir ein und freue mich dann dran an dem Wissen, weil es auch manche von euch geschrieben haben, dass es so gut tut, es loslassen zu können, mit dem Wissen, dass es wohin geht, wo jemand anders sehr, sehr glücklich ist darüber. Und dass es vielleicht auch ein bisschen Closure, würde man im Englischen sagen, also so ein bisschen einen Abschluss bietet oder so ein bisschen ein Loslassen ermöglicht, vielleicht von manchen Dingen oder Gedanken. Vielleicht bin ich jetzt auch gerade zu aufgeblasen und ganz so, also weißt du, also so, naja, also jetzt bildet es sich einfach ein, aber es geht jetzt nicht darum, dass ich mir deswegen auf die Schultern klopfe, sondern dass ich es so schön fände, wenn es so wäre und meine es manchmal zwischen den Zeilen rauslesen zu können. So sage ich es jetzt mal. Und wie gesagt, once again, immer und immer wieder, seid euch gewahr, die Sachen kommen da an, wo sie ankommen sollen. Die werden gut verteilt, die werden so verteilt, dass es passt. Wir haben jetzt, die Katja hat es auch erzählt, sie hat es über die letzten Wochen, also im Moment fliegen die Kisten nur so raus. Also so fast im 2-Tages-Takt kommt mindestens eine, an manchen Tagen auch 2 oder 3 der abholenden Stellen und holen kistenweise eure Sachen zum Verteilen. Das passt jetzt auch, es wird kälter jetzt gerade, ne? Also jetzt kommen auch gerade die Temperaturen und es kommt die Zeit, wo man sich nachher wegen was Kuscheligem und wegen was Wohligem sehnt, ne? Und jetzt neben den Obdachlosen eben auch gerade die Leute im Kinderhaus, im Frauenhaus, in der Wärmestube vielleicht, die vielleicht nicht zwingend auf der Straße sind, aber wo natürlich auch Schicksale teilweise dahinter stehen, die dann oft alleine sind, die niemanden haben oder halt gerade aus ihrer familiären Situation gerissen wurden oder sich befreit haben, wie man das jetzt auch sehen will. Und das ist einfach ganz, ganz viel Gutes, was da außenrum passiert. So. Jede Woche die gleiche Predigt, wie schön alles ist, aber sorry, ihr müsst es euch anhören, weil das ist das, was mich total am Laufen hält. Also
ganz ehrlich, das Maß an Arbeit, das ich habe, ist noch lange nicht an dem Niveau, dass ich mir überlege, ob es das wert ist. Das ist noch ganz, ganz weit weg, weil das gibt mir so viel, was hier alles läuft. Also, no worries, babes, keine Angst, keine Sorgen. Im Moment ist das alles noch absolut im grünen Bereich. So, dann haben wir verschiedene Leute, mir und der Katja, so muss man es mal sagen, Dinge geschickt und geschrieben. Also, die Christine hat mir so einen kleinen Brief geschrieben und hier hinten sind gebastelte Fröbelsterne drin. Ich denke, ihr kennt die auch mal auf. Und ich glaube, sie hat wahrscheinlich uns beiden was geschickt, weil der hier jetzt explizit an mich geht. Ich denke, sie hat der Katja dann auch ein Päckchen gemacht. Also, diese Sterne, aber ich glaube, das ist nicht Fröbel. Fröbel sind die gebogenen. Das heißt irgendwie anders. Ist ja auch wurscht. Diese Papierstreifensterne halt. Ich bin da ja leider nicht so übertalentiert, was sowas angeht. Aber dann ist es doch cooler, wenn Leute einmal schicken. Christine, vielen Dank. Die kriegen auf jeden Fall einen Platz, weil ich jetzt im neuen Haus nämlich mal unsere Weihnachtsdeko wirklich mal ein bisschen pushen will und mal ein wenig ausladen. Und da passen die perfekt und tatsächlich auch ins Farbschema. Gut ausgesucht. So, dann haben wir diverseste Post bekommen. Also wunderschöne Karten von allen möglichen Leuten. Die Sandra von Strick, Schnack, Schnuck hat auch einen YouTube-Kanal, soviel ich weiß, und auf jeden Fall auch auf Instagram. Ja, auch hier, ich lese es jetzt nicht vor, weil ich nicht, also ich kann nicht wissen, ob es gelesen werden darf oder nicht, natürlich nicht. Aber auch ganz berührende Geschichte zu ihrer Strickspende tatsächlich. Super. Und dann haben wir hier zum Beispiel, ah ja, das da, ich glaube, über die haben wir letztes Mal schon ein bisschen. Ach nee, das ist die Ingrid. Entschuldigung, das war ich bei der falschen Karte. Genau, die Ingrid aus Bad Schussenried. Da hatten wir ja auch beim letzten Jahr schon immer sehr regen Kontakt hier. Ich rede hier rein und du schreibst Briefe. Das funktioniert immer noch sehr gut. Genau, die sitzt gerade auf einer Baustelle und hat trotzdem geschafft, uns was zu schicken. Aber ich toi toi toi, dass die bald beendet ist und dann hier schön in deiner neuen kleinen Einliegerwohnung sein kannst. Genau. Danke für alles, wie immer. Dann. Genau, hier diese Gruppe, ich glaube, über die hatten wir letztes Mal, da hatte ich schon gesagt, die fand ich ja so süß. Die haben für uns gestrickt, also falls ihr euch am Papier erkennt. Und dann hat eben eine gemeint, naja, also die Mädels oder Damen haben sozusagen gestrickt und der Mann hat dann die Futterkosten, hat die Futterspende gemacht, weil er nicht stricken kann, damit jeder was beigetragen hat, fand ich mega süß. Dann, also auch die Karten wie immer von der Elvira. Genau, ein Sockenpäckchen kam da mit. Und wie gesagt, wir schmeißen es nicht weg. Also die Karten, na, die Katja packt es aus, dann gibt sie die Karten mir. Wenn bei mir was ankommt, packe ich es aus und gebe die Karten der Katja. Wir heben irgendwie alle alles auf. Ich habe auch die vom letzten Jahr übrigens noch in einem Karton, weil ich es einfach so schön fand. Von der Alexandra Butkus kam hier auch was. Ja, hat selber gerade ein kleines Baby, aber hat es auch geschafft, irgendwie ein bisschen was dazu zu geben. Auch mit einer lustigen Karte hier wirklich. Und weißt du was? All good. Wir machen hier keine Olympiade, wir haben kein Guinness World Record zu erledigen. Also jeder gibt, was er kann und jeder. Ui. Oh. Ich hoffe, jetzt hat es nicht irgendwas geschmissen, weil jetzt gerade mein Handy sagt, Akku gleich leer, aber das schaffen wir jetzt schon noch. Also ich habe noch 20%, das schaffen wir noch. Also, sorry, Alexandra, wirklich. Und auch alle anderen, ne? Ey, egal, wenn ihr ein paar Babysocken einschickt, ist es ein paar Babysocken, das irgendjemanden glücklich macht und das ist völlig fein. Also es geht hier nicht darum, wer mehr und wie produzieren kann, sondern wir sollen da alle Spaß dran haben. Es soll uns allen ein bisschen was geben. Und wenn du gerade selber Babymama bist, ganz ehrlich, bin ich höchst beeindruckt, dass du überhaupt noch Zeit und Muße findest, irgendwas für uns zu machen. Also von dem her, all good. So. Genau. Die Wollpatin, ja, hat uns so eine schöne Schachenmeier, bisschen Retro-Postkarte geschickt und auch Strickspenden. Super süß. Liebe Grüße an dich auch. Auch ganz aktiv auf Instagram. Hier kommt noch ein Brief. Ah, genau, Sonja. Zwei Sachen. Sonja, also A, finde ich es extremst tapfer, dass die hat mir geschrieben, dass sie ist irgendwann über mich gestolpert und dann hat sie angefangen bei Folge 1 und hat alle nachgeguckt. Und das finde ich sehr respektabel, liebe Sonja. Hut ab, finde ich cool, freut mich total. Und du hast auch so ein bisschen in die ähnliche Kerbe geschlagen wie die Alex, so, und dann kann ich nicht mehr. Wirklich, 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 wirklich. Nee. Einfach nie. Was du gibst, ist okay und was du geben kannst, ist okay. Und bitte
von Herzen danke dafür. Also das hilft so weit, was du uns da geschickt hast. Glaub's mir, auch wenn du meinst, es ist nicht viel, das dann meinst du falsch. So. Zuckersüß, oder? Die Gisela, genau. Genau, die hat vor allem der Katja erstmal umgeschrieben, aber dann unten eben auch. Ja, Grüße an Julia, ich sehe ihren Podcast sehr gerne. Also, liebe Gisela, Grüße zurück. Schön, freue mich, dass du guckst. Schön, dass du dabei bist. Und danke für deinen Beitrag. So, jetzt geht's weiter. Ich bin noch lange nicht fertig, Freunde, wenn ihr jetzt meint, das ist hier schon fast durch. Ulla Schell würde ich mal tippen. Genau, auch hier. Schöne kleine Postkarte, viel Text. Genau. Also ich sage jetzt mal einen Satz, weil ich glaube, dass es okay ist. Eben eine von denen, die es schreibt, sie hat mal eine Zeit lang zu viel für kleine gestrickt und dann gar nicht so schnell weitergeben oder alles weitergeben können in der Zeit. Und also hat es aufgehoben, es jetzt ordentlich verpackt und jetzt freut sie sich, dass sie es weiterziehen kann. Das ist jetzt zum Beispiel mal so ein Fall hier. Und ich hoffe jetzt, dass nicht. Na, wir lassen es einfach mal dabei. Aber so würde ich es jetzt mal interessieren. Genau. Ja. Also Ulla, danke dir dafür. Nächste Karte. Seid lieb gegrüßt, Rosi. Also Rosi, vielen Dank. Da kam auch, wenn ich das jetzt richtig sehe. Ah, genau. Konnte nicht stricken, hatte dessen Wolle gespendet, weil sie das nicht hingekriegt hat, da fertig zu werden, etc. Aber gab eine Wollspende und gab eine Futterspende. Also Rosi, dir vielen, vielen, vielen Dank. Es ist auch schön, dass es dich gibt. So, was kommt hier? Okay, da kommt noch was nach. Wie gesagt, das Gute ist, sobald wir den einen Lostopf zumachen, geht der nächste, in dem Moment geht der nächste für den Februar aus. Also macht euch wirklich auch jetzt bitte keinen unnötigen Stress, gerade in der Vorweihnachtszeit. Wenn ihr jetzt sagt, irgendwas wird nicht mehr fertig, dass ihr es bis 30.11. geschickt habt, dann schickt das danach und dann ist es im Februar im Wollturm, im Lostopf. Genau. Gudrun würde ich mal sagen. Diese Karte, ich hoffe, ich habe es richtig gelesen. Die Gudrun schickt uns auch ja, Futterspende und Strickspende. Vielen, vielen Dank dafür. So, und wie gesagt, das ist echt, ich bin einfach geplättet über diese Karten und diese Briefe. Ich finde das so genial. Auch eine regelmäßige Zuschauerin, Michaela aus Oberbayern. Mit dem schönen PS, ich habe gerade keine Karte zur Hand, drum ein einfaches weißes Papier. Wunderbar. Wunderbar. Perfekt. Schöner kann es nicht sein. Ah, jetzt komme ich zum letzten Umschlag. Allmächtig, wir machen schon wieder die eineinhalb voll. Ich sag's euch, Leute. So, Cordula Schmidt. Last but not least. Aus dem Allgäu. Ah ja, genau. Die hat uns gefragt, ob wir es brauchen können. Ha, jetzt muss man mal drüber. So, das ist nämlich total abgefahren. Das ist jetzt nämlich die Mama von der Yvonne. Die Yvonne Ivy 139 auf Instagram, das ist die, von der ich immer sage, kauft ihre Projekttaschen, das Geld wird alles gespendet. Oder ihre Socken, das Geld wird alles gespendet an, wir packen es an. Und die hier auch, na, uns diese, die immer die schönen Harry Potter und die Tittentaschen macht. Die auch wieder was gespendet hat für die Verlosung hier. Und deren Mama schreibt mir jetzt, ob, genau, sie hat Sachen und ob wir die brauchen können. Und wir haben ja auch schon geantwortet. Also Katja meinte, sie hat ihr schon geschrieben. Ich hoffe, das ist alles geklärt. Also die Antwort lautet ja. Und deswegen, liebe Cordula, schöne Grüße zurück an dich. Ich komme ja zu Munich Knits, so alles klappt und treffe mich da mit der Yvonne. Also, Cordula, falls du da zufällig auch Zeit hast und da bist, vielleicht sehen wir uns da. Und auch alle anderen. Ich weiß noch nicht genau, ob ich Samstag oder Sonntag gehe. Wenn ich vorher hier noch meinen Podcast mache, sage ich es hier. Ansonsten notfalls auf Instagram spicken, da könnte man es auch mitbekommen. Aber ich habe noch fest vor, auf die Munich Knits zu gehen. Ja, das ist der Plan auf jeden Fall. Also wer aus dem Süden kommt, ist ja ein neues Wollfest in München. Ich bin mal sehr gespannt. Schauen wir mal, ob das was wird. Ich habe neulich bei, wir waren das Bonnitz, bin mir nicht ganz sicher,
Schon gesehen, dass das wohl inzwischen diese Wollfeste teilweise schon ein wenig aus dem Boden sprießen wie die Pilze. Und zwar oft von Veranstaltern, die jetzt originär nicht aus dem Business kommen, sondern die so Eventveranstalter sind und das Gefühl haben, naja, ich miete mir halt eine Messehalle und dann mache ich da Profit damit. Ich weiß jetzt nicht, ob das so eine Nummer ist. Stellenweise wirkt es ein bisschen so. Muss jetzt auch nichts heißen, kann ja trotzdem laufen, wenn die richtigen Aussteller da sind und alles gut organisiert ist. Aber ja, gut, ne? Wir wissen halt auch, dass gerade beim Thema Wolle und Wollfestival vielleicht auch ein paar Sachen zutreffen, die jetzt für so normale Messen mit normalen Waren vielleicht nicht greifen oder ja, man zusätzlich beachten muss. Ich bin gespannt. Ich lasse mich jetzt mal drauf ein. Schau mir das an und wenn es was ist, ist was. Und wenn nicht, dann war ich halt einmal da und dann ist auch kein Drama, ist auch okay. Genau. Ja, gut. Leute, Projektwoche, das war's. Ich rase auf die 1:30 zu. Jetzt überlege ich gerade, also im Lehrerzimmer sparen wir uns jetzt heute. Das habe ich ja praktisch am Anfang schon abgeliefert. Ich sage jetzt nichts viel zum Lehrerzimmer, außer ich habe zwei, drei ganz spannende Dokus und extra drei Beiträge die letzte Woche gesehen. Oder die letzten 2 Wochen gesehen, teilweise also auf YouTube über den Kanal von Arte und den Kanal von Extra 3, diese Satire-Sendung. Ne? Und ich glaube, ich knall euch einfach die zwei, drei Links, die ich da angeschaut habe, die ich zumindest ganz spannend fand, einfach unten rein. Also wenn euch Fahrt ist, dann könnt ihr einfach unten draufklicken. Das sind keine langen Sachen, irgendwas zwischen 20 Minuten und einem Stündchen vielleicht. Wenn ihr sagt, ey, ich brauche jetzt noch irgendwie was zum Bügeln oder für meinen nur rechte maschenrunden Pulli, dann könnt ihr da einfach draufklicken. Einmal ging es um Obdachlose. Auch fand ich ganz passend zum Thema, auch wenn es jetzt natürlich jetzt nicht ums Stricken geht, sondern wie Städte damit umgehen mit dem Problem. Und das andere war was Historisches. Ich such's raus. Machen wir es einfach so. Alles klar. Dann sage ich mal an dieser Stelle, wie immer, wenn. Also das normalerweise schaffe ich es recht zuverlässig und versuche alles unten in die Shownotes zu packen. Also wenn irgendwas zu schnell ging oder ihr es nicht mitbekommen habt, dann bitte einmal in die Shownotes unten gucken. Wenn da irgendwas fehlt oder ihr Fragen habt, bitte schreibt mir. Wenn ihr Fragen zum 244 mal habt, bitte schreibt mir. Idealerweise nicht als Kommentar darunter, sondern an meine E-Mail-Adresse zebratantestrikt, ein Wort, @gmail.com. Ist auch unten in den Shownotes drin. Dann kriegt ihr eine Antwort. So seht ihr nicht mal wieder, dass beim Ordner frisst. Das macht er leider sehr gerne. Aber ja, wie gesagt, geht auch in den Kommentaren. Also wenn irgendwas ist, schreibt mir. Ansonsten schickt eure Sachen an die Katja. Wir freuen uns. Ja, ab und an sage ich es immer mal, weil es vielleicht Leute gibt hier, die es noch nicht gemacht haben. Also wenn ihr hier zuguckt und es euch irgendwie ein bisschen Spaß macht, dann wäre ein Daumen hoch schön. So, einfach, das kostet euch nichts, ihr müsst nichts dafür abonnieren, ihr müsst keinen Vertrag unterschreiben. Einfach da unten unter dem Video so ein Daumen hoch Symbol. Da, wenn ihr draufklickt, das freut mich. Das sorgt dafür, dass der Kanal ein bisschen mehr verteilt wird, dass mich Leute sehen und vielleicht auch andere den Weg hierher finden. Wenn euch hier gar nichts gefallen hat und ihr trotzdem seit 1,5 Stunden zuguckt, dann könnt ihr auch einen Daumen nach unten geben. Ganz ehrlich, kann ich mit umgehen, kann ich mit leben, gibt mir trotzdem Reichweite. Also wenn ihr das nicht möchtet, dass ich Reichweite kriege, dann macht am besten einfach gar nichts. Tatsächlich, weil das ist nämlich das bisschen Unlogische an YouTube. Also auch Negativ-Ding gibt Reichweite. Deswegen gibt es ja hier auch doch immer wieder viele Leute, die mit wirklich dummen und schlechten Sachen versuchen, Reichweite zu generieren, weil auch der Daumen nach unten dich halt nach vorne schiebt im Algorithmus, ob das jetzt Sinn macht oder nicht. Wenn euch das so gut gefallen hat, dass ihr sagt, da will ich öfter mal reingucken, dann abonniert mich doch auch gerne, dann kriegt ihr automatisch eine Benachrichtigung. Oder ich werde zumindest automatisch in euren Abos im YouTube-Feed kommen meine neuen Videos immer automatisch rein. Das kann ich einschalten, dass meine Abonnenten automatisch in ihre Aktuelllisten meine Videos kriegen. Und wenn ihr es gar nicht erwarten könnt, bis ich eine neue Folge mache, oder muss man ja fairerweise sagen, sicher sein wollt, dass ihr es wirklich immer tagesfrisch mitkriegt, weil manchmal schaffe ich ja den 2-Wochen-Rhythmus nicht und dann
ihr sozusagen auf heißen Kohlen sitzt, weil ihr nicht wisst, wann es losgeht, dann könnt ihr doch die Glocke drücken. Eine Funktion, die ich selber zum Beispiel auch nie nutze, weil ich mir denke, ja, die Leute, die ich mir gerne anschaue, die abonniere ich, dann kriege ich schon mit, wenn die was Neues gemacht haben. Ich brauche jetzt nicht, dass mein Handy losbimmelt, sobald jemand dann ein Video hochlädt. Aber wenn ihr sagt, hey, für mich wäre das cool, weil dann ich schaue nicht so regelmäßig rein und dann kriege ich eine Benachrichtigung und weiß, dass jetzt was gibt. You do you. Dürft ihr das auch noch machen. Aber wie gesagt, über ein Like würde ich mich freuen, über ein Abo würde ich mich freuen. Wenn ihr mögt, auch gerne bei Insta drüben. Da ist es zurzeit ein bisschen ruhiger, tatsächlich, aber ich muss momentan wirklich meine Ressourcen einfach ein bisschen dahin verteilen, wo es Sinn macht. Und dann ist jetzt, dass ich sage, ich muss jetzt nicht täglich auf Instagram irgendwas posten oder dass ich was gepostet habe. Und ja. Zum Beispiel mache ich jetzt lieber das hier. Na, das ist halt auch mal so, das ist schon immer so ein halber Tag hier, bis das mal alles steht und fertig ist. Und ja, das mache ich dann halt lieber und spare mir die Zeit woanders. So schaut's aus. Ihr Lieben, ich gehe jetzt zurück Steuer machen. Ja, es muss dieses Wochenende fertig werden. Und Kater, bitte. Ich kann jetzt leider gerade die Kamera nicht drehen, aber in dem Moment, wo ich rüber gucke und sage, ich gehe jetzt Steuer machen, sehe ich, wie auf dem Tisch, wo meine ganzen sortierten Belege liegen, mitten drauf der Kater gerade sitzt, der normalerweise nie auf diesen Tisch geht, aber anscheinend einfach nur, weil da gerade Dinge liegen, die man durcheinander bringen kann, sich entschieden hat. Und ich kann ihn jetzt nicht runterjagen, weil wenn der hier einen Kaltstart macht, dann ist auf jeden Fall alles vertuddelt. In diesem Sinne ist für mich auch die letzte Runde und ich wünsche euch was. Macht's gut, ihr Lieben. Wir sehen uns.